Herzlich willkommen zur 84. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcast. Wie immer zu meiner Rechten, der galante, wunderschöne Alex. Warum bin ich rechts? Auf der rechten Seite vom Bildschirm. Danke. Der wunderschöne Alex, eine Mischung aus Brad Pitt, als hervorragend gealterten Brad Pitt. Und du wolltest sagen, mit dem, ein schlecht gealterter Kartoffel. Und mit dem Intellekt und den Visionen eines Steve Jobs. Das ist der Alex. Und ich bin der Clemens. Eine Mischung aus Danny DeVito und dem kleinen, dicken Jungen in jedem Teenie-Film. Gesegnet mit dem Intellekt eines Till Schweiger. Hallo und willkommen. Okay. Also jetzt muss ich eins sagen, also das mit Till Schweiger, da hast du jetzt schon sehr runtergemacht. Lower your expectations, sage ich dazu nur. Also das ist ja schon das okay. Das ist schon. Das ist sowas ja, sehr... Ja, was ist, wie nennt man das? Ja. Da hast du jetzt schon sehr unter den dein Licht unter den Scheffel gerückt, oder wie sagt man da? Ja? Licht unter den Scheffel geglückt. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, wir sind wieder zurück. Der Clemens übersteuert ein bisschen. Wir sind wieder zurück. Jetzt übersteuere ich nur noch ganz ein bisschen. Zu unserer April-Ausgabe. Ostereier haben wir diesmal keine im Gepäck. Da sind wir schon etwas zu spät. Wobei beim Lidl und beim Hofer ist immer noch Ostereier Abverkauf. Also habe erst heute wieder gesehen, wenn ihr unbedingt ein paar alte Ostereier haben wollt, schaut mal da vorbei. Die sind auch gefärbt. Und wahrscheinlich halten es eh noch ein Jahr. Es gibt ja die Lind-Osterhasen. Die gibt es auch noch, ja. Die kriegst du auch zum halben Preis. Echt? Zum halben Preis? Okay. Die kriegst du wirklich zum halben Preis, ja. Ich habe nichts gemerkt. Vielleicht haben sie da keine übrig gehabt in der Filiale, wo du einkaufst, aber... Also ich hab welche gekauft, sogar zum halben Preis dann auch. Natürlich, von den reichen Menschen lernt man das Sparen. Naja, deshalb geht man Osterhasen zum halben Preis kaufen. Na, ich denke mal so, ob ich mir jetzt die normale Zartbitter Schokolade kaufe oder den Osterhas, dann kaufe ich mal den Osterhas. Ja, und wer denkt dabei an die Tiere? Wer denkt dabei an die Hasen? An die ganzen Hasenfamilien, die du mit deiner Fresssucht frisst oder gerade an Osterhasen? Nein, das ist so. Ist das gerade einer? Nein, das ist so. Irgendwas. Ja, du, ja. Beschreiben soll. Ja, nein, das ist kein Osterhasen. Ich sehe schon. Du reißt ganze Osterhasenfamilien auseinander in deiner Fresssucht. Die sind alle weg. Du hast alle schon. Also. Das stimmt, ich muss mich da entschuldigen. Ich habe so viele Schoko-Osterhasen-Familien zerstört. Aber ja, das ist halt so. Gut. Dann würde ich sagen, brech mal das ab, weil mit so einem menschenverachtenden Menschen kann ich eigentlich nicht Schoko-Osterhasen verachtenden Individuum. Ja, genau. Ist dir denn nichts heilig? Kein Tiereswohl? Keine Religion. Nein, ich nehme da einfach mein Wohlbefinden, ist mir da heilig. Okay. Ja, gut. Ja, in erster Linie muss man immer auf sich selber schauen. Richtig. Das ist das Wichtigste. Gut. Zu viel des Guten. Legen wir los und werden wir wieder langweilig. Machen wir es langweilig. Können wir zu den ganz langweiligen Themen. Jetzt müssen wir gerade erst wieder mal unter Windows den neuen Tastenkombinationen widmen. Nicht neu, sondern Steuerung S. Okay, sehr gut. Kommen wir wieder mal zu The Line. Es gibt jetzt einen Teil 2, das in unserem wunderbaren Science-Fiction Trash-Movie. Da habe ich jetzt... weißt du, was ich da gelesen habe? Irgendwas da gelesen, da glaube ich, war irgendwas, dass der jetzt viel kleiner wird. Na? Das war gestern, glaube ich. Ah, es waren. Ich bin nämlich gestern auch über einen Golem-Artikel
gestolpert, wo sie auch noch mal über die Line kurz was berichtet haben. Nein, aber da war aber irgendwas, warte mal, die Line. Da ist irgendwas gewesen. Ah ja, Pläne für die Line wohl massiv zurück. Stadt, die Line bröckelt, nur 300.000 statt 1,5 Millionen Bewohner. Ah, okay, ja. Okay, dann haben wir es eh schon. Gut. War von Anfang an ein Blödsinn, das Projekt. Es ist ja immer noch ein Blödsinn, das Projekt. Ja, es war von Anfang an einer, es ist nur immer einer und es wird immer einer bleiben. Was ich meinen Artikel sagen will, oder kurz außerheben wollte, aber das habe ich jetzt da wieder nicht in dem Artikel. Ja, da sprechen sie eh schon von 380.000 380.000 Arbeitsplätze. Okay, na stimmt, Einwohner. Ja, das ist im zweiten Artikel. Jedenfalls hat man da jetzt Satellitenaufnahmen ein bisschen ausgewertet und da ist man eh drauf gekommen, dass das alles ein bisschen zu langsam geht, um das geplante Ziel da mit 2030 eine Million Einwohner überhaupt einmal unterzubringen. Aber man sieht Satellitenaufnahmen und die zeigen halt, dass wirklich über nahezu diese gesamte Länge brav gebaut wird. Brav im Sinne von, wie man das in Saudi-Arabien natürlich gewohnt ist und seit der Fußball-WM ja ohnehin war es. Natürlich mit Zwangsarbeitern und ganz schlecht bezahlten Arbeitern aus Asien, Südostasien, Indien und wo auch immer her. Ist also wahrscheinlich keine freudige Baustelle. Es wird wahrscheinlich auch kein Feierabendbier geben. Es wird wahrscheinlich auch kein Feierabend geben. Erst wenn. Das ist richtig, ja. Erst wenn der letzte Schweißtropfen zu Boden geht. Ja, jedenfalls zu der Line. Wir haben es damals schon gesagt. Ich finde das Konzept immer noch geil, aber es ist halt absolut sinnlos. Das ist ein Science-Fiction-Film. Die sollen besser was Sinnvolles machen. Apropos. Ja. Was Sinnvolles, diese verrückten Scheichs da unten haben ohnehin noch ein andere. Ein anderes Projekt, und jetzt muss ich das googeln, weil den Artikel habe ich jetzt vergessen, also dann in Saudi-Arabien. Die haben ja noch ein, weil die wollen ja die Skiweltmeisterschaften ja auch ausrichten. Ja, richtig, ja. Und da ist der Prozess schon etwas weiter fortgeschritten. Das ist so ein Irrsinn. Also allein das Bild. Ja, ja. Und das ist so bescheuert. Wobei man dazu sagen muss, dass es in einer Gegend gebaut wird, wo es ja zumindest auch sehr kalt ist. Aber es ist immer noch eine sehr Verhältnismäßig kalt, aber es ist immer noch eine sehr karge Landschaft und da, es ist kalt, also es hat schon Minusgrade, aber so Temperaturen so um die 0 Grad haben es schon, aber sie haben halt natürlich keinen Niederschlag, das heißt, der Schnee muss ja ohnehin so oder so künstlich erzeugt werden und so nebenbei muss man da halt natürlich massivste Staudämme bauen in einer Gegend, wo es kaum Wasser gibt. Mhm. Ja, aber ja, also nicht schlecht. Ich finde es ziemlich irrsinnig. Aber ja, Berge von Trojena, genau so was ist. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man davon halten soll. Wenn Menschen zu viel Geld und Macht haben, dann drehen sie offensichtlich durch. Das sieht man auch bei jemand anderem. Sieht man auch bei einigen anderen Menschen, ja. Hauptsächlich bei einem. Bei einem sieht man es ganz besonders. Das ja. Ist der Mr. X, ist da speziell, ja. Ja, sehr speziell. Very special. Der ist very special, ja. Das kann sehr man spezielles, so sehr spezielles Kind, ja. Gut, du hast also die Line. Ich mache jetzt die Line zu was anderem. Koks? Na, zu alte Computerspiele. Ah. Deshalb der Line. Okay. Ja.
Es ist relativ interessant, dass die meisten, also weit mehr als die Hälfte der Gamer, greift zu alten Spielen oder teilweise uralten Spielen. Also das heißt, 60% spielen alte Titel wie GTA 5, Counter-Strike 2, Roblox, Minecraft, Rocket League, Fortnite und die ganzen Sachen. Also das heißt, die neuen Spiele werden gar nicht so häufig gekauft. Man spielt eigentlich das, was man früher auch gespielt hat. Ja, aber mit früher, also ich will. Mein GTA 5 ist alt. Ja, Rocket League hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel, ja. Was hast du alles genannt? Jetzt ein paar Fortnite, Rocket Leagues, Ja. Apex, Legends, Fall Ja, Guys, Fall Guys ist neu. Valorant. Ja, ist auch schon jetzt Na ja. älter. Man Na, halbes Roblox, Jahr. okay, Roblox Minecraft verstehe ich, das kannst du ja eigentlich unendlich spielen, da gibt es ja kein Ende. Aber was ich jetzt einmal sogar ausprobiert habe, Fortnite hat ja jetzt so einen Lego Survival Mod drinnen. Ja, hab ich gesehen, ja. Das ist sogar relativ cool, das macht sogar Spaß. Ja, ich kann Fortnite nix abgewinnen, weil das Battle Na, Royale na, Dings ist mir zu. das ist ja das Coole, der Lego Mod ist kein Battle Royale. Was dann? Baut man einfach. Du baust einfach und sie haben jetzt, glaube ich, in irgend, das habe ich jetzt aber noch nicht probiert, sie haben in einem Update jetzt Flugzeuge, ja, dass du Flugzeuge bauen kannst und all so eine Sachen. Also es ist quasi Minecraft im Block im Das ist Minecraft in Blaustein-Optik. Lego. Okay. Minecraft in Nicht Lego, Lego ja. sagen, Blockbaustein-Optik. Ah, ja, in dem Fall heißt Ah, es ja so Lego. wirklich, okay. Wow. Ja, es ist ja Lego Fortnite. Ah, okay. Gut. Haben die denen da auch ihre Finger im Spiel? Natürlich. Ja, Fortnite lässt sich sowas natürlich. Ich meine, mich hätte es gewundert, wenn sie es sich entgehen lassen. Okay. Ja. Also, es heißt Na, Lego Fortnite Videospiel. also ich kann dem ganzen ältere Spiele spielen ja eigentlich eh was abgewinnen. Ich habe jetzt Dragon's Dogma angefangen, das ist von 2013. Also der Ja. zweite Teil ist jetzt rausgekommen, Ja, du spielst vor jetzt den kurzem. ersten. Ich spiele jetzt den ersten, habe ich noch nicht gespielt. Ja. Ich habe zuletzt einige alte Spiele neu gespielt und durchgespielt. Einige ältere auch. Gothic 3 zum Beispiel, Half-Life und die ganzen Sachen, das war halt im Herbst. Und ja, und momentan ist das einzige aktuelle Spiel, was ich spiele, ist Talos Principle 2. Das ist neu. Aber ja, das war's aber. Ja, ich kann es aber irgendwo nachvollziehen, weil man, ah, was ist Neues wirklich rauskommen, was Na. jetzt so prickelnd ist? B, wenn ich mir dann anschaue, was neu rauskommt, es ist halt teilweise sehr oft, wie sagt man so schön, alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht Weil vielleicht nur ein bisschen ein anderes Gefühl ist. So wie man zum Beispiel alte Serien nochmal schaut oder sich alte Sachen nochmal anschaut. Ich glaube, das Gefühl des Vertrauten, das ist in dem Sinn vielleicht einmal was anderes. das, zum Beispiel alte Serien oder sowas, das mache ich gar nicht mehr, weil meistens bin ich da enttäuscht, wenn ich so einen alten Film noch nochmal Na. anschaue. Meistens nicht immer. Nein, ich meine alte Serien, so Serien, was man früher, keine Ahnung, sowas wie Scrubs, was man in jungen Jahren jeden Tag geschaut hat oder sowas. Ich habe Scrubs schon lange nicht mehr Ich geschaut. Also ich kann. habe es letztes Jahr durchgepinscht. Ja? Echt? Na, aber bei Computerspielen, mir kommt halt davor, teilweise ist das Alte halt wirklich besser als das Neue, was rauskommt. Ja, bei viele Spiele wird das wirklich so sein. Also Also, weil ich denke mal jetzt an, zum Beispiel, nehmen wir jetzt einen AAA-Klassiker von der PlayStation 5, Horizon Forbidden West. der erste Teil ist besser. Das ist ja.
Ich habe das zweite nicht gespielt, aber der ist ja ziemlich schnell so aus dem Gespräch, irgendwie so aus den Gesprächen verschwunden. Das war nicht so, dass da nur jemand großartig drüber geredet hat. Ja, bei Forbidden West haben sie ein bisschen die Ubisoft-Problematik gehabt, dass das Spiel einfach viel zu groß war, viel zu viel Nebenquests, too much von allem. Und solche Sachen verschwinden dann halt auch relativ schnell in der also nicht in der Versenkung, aber Ich es meine, wird ich einmal glaube, kurz es war drüber. sicher ganz gut, hat sich sicher ganz gut verkauft nebenbei, aber ist jetzt nicht so das, wo ich mir denke, weil da ist ja viel Geld auch reingegangen. Ja. Normal soll sowas dann schon mehr Gespräch oder mehr viral gehen, als jetzt zum Beispiel a Dave the Diver oder Diver Dave oder wie es da immer Dave the heißt. Diver. Ja, danke. Wo ich mir denke, ja, okay, das kapiere ich aber nicht ganz, weil und ich kapiere diese Ubisoft-Problematik nicht. Warum muss denn jede Open World immer so extrem vollgestopft sein? Ja. Und warum muss ich ja immer Open World haben? Das schon Open World finde ich an sich schon okay, außer es poppt bei jedem zweiten Schritt, den man geht, irgendwo eine Nebenquest oder Sidequest oder irgendein Nebenauftrag auf. Ja, ich muss Ubisoft für Assassin's Creed Mirage immer noch loben, weil es war Du Op meinst Mirage, Schmierage. Schmirage. Schmierage, Ah, den habe ich das letzte Mal schon ja, ich gebracht, wie weiß. das erwähnt. Ich muss Ubisoft für das Spiel immer noch loben, weil es ist Open World, es ist aber eine kleine Open World und man wird nicht bei jedem sich umdrehen von irgendwelchen Aufträgen erschlagen. Das ist wirklich ganz gemächlich, war deswegen wahrscheinlich auch kein Vollpreistitel. Ich habe aber trotzdem meine 30 Stunden drauf gehabt oder 35, müsst ihr nachschauen. Ich habe das sogar auf meiner Liste, nachdem du das gesagt hast. Ich gebe da vielleicht Ubisoft sogar eine Chance irgendwann mit Ja, dem. also das hat, wie gesagt, da haben sie alles richtig gemacht in dem Fall, ja. Wenn sie sonst auch Weil ich extrem viel denke mal, falsch da. machen, jetzt als nächstes kommt das Star Wars Outlaws außer. Ja, da haben sich wieder ein paar mit Das diesen. lässt schon wieder vermuten, dass es klassisches Ubisoft-Spiel wird. Aber Ja, es ist ja jetzt schon die Kontroverse, dass du einen dauernden Online-Zwang hast. Das kommt ja jetzt auch noch dazu. ja, ist das heutzutage noch eine Kontroverse? Bei einem Singleplayer-Spiel, wo ich mir denke, warum, was bringt denn Ist das? das heutzutage noch eine Kontroverse? Ja, Versuch mal ich unter finde. Steam ein Spiel zu starten ohne Internetverbindung. Nein, ich sage, nein, aber es ist das, warum. Da und die Preise sollen anscheinend relativ happig sein für die Dinge, für die einzelnen Versionen von den Star Wars Ja, out. sowas kaufen wir sowieso nicht zum Release. Das kaufen wir einen Monat später im ersten Sale. Das würde ich wahrscheinlich sagen, das kauft man ein halbes Jahr später zum halben Preis. Oder so. Mal, wann kommt's raus? Ich habe keine Ahnung, irgendwann im Sommer oder nach dem Sommer. Star Wars Out Dingsbums. Auf Steam ist es noch nicht einmal gelistet. Okay, wann? Star Wars Outlaws. Ja, also ich hab's so leid beim Young Year, habe ich das mitgekriegt, dass der Trailer massiv viele Dislikes gekriegt hat, weil eben super teure Editionen, Online-Zwang und noch halt so typischen Quagel. Ja, also wegen Online-Zwang, also dort, das ist einmal seit Steam 1999, na, Was aber der Unterschied ist, bei Steam funktioniert das zumindest immer. 30. August kommt Star Wars Outlaws aus dem Halloween Sale kann man es kaufen. Ja, bei Ubisoft. Bei den Ubisoft Launcher bin ich mir nicht sicher, dass das immer Ich funktioniert. weiß es nicht. GTA hat auch einen Online-Zwang gehabt in das komische fucking Rockstar Network. Ist. Richtig, war ja Schaß. Es hat auch immer funktioniert. Ich habe nie ein Problem gehabt. Ja, aber ich hasse ja dafür schon einen Account zu machen. Ja. Weil ich denke mal so, hey, ich zahle jetzt. Man, es geht jetzt nicht darum, wenn ich ein Free-to-Play-Game spiele, okay, ist mir sehr wurscht, aber jetzt, wenn ich eh schon im Vollpreis brenne, dann mit denen geht es mir auch noch auf den Senkel. Also ich hab. Kann man es irgendwo vorbestellen schon, oder? Pre-order. Was Ja, natürlich kannst du das kostet es vorbestellen. denn so? 69 Euro.
Nein, das heißt, nein. Das ist die Standardversion aber. PC digital. Ja. Was anderes wie ein Standard kaufen wir ja nicht. Standard 70 Euro. Gold 110. Schon happig, finde ich. Hauptspiel. Vorbestellerbonus. Was ist denn der Vorbestellerbonus? Weil irgendwann war leider das ein digitales Booklet kriegst, also ein PDF. In der Ultimate Edition. Da musst du die Ultimate Edition dafür bestellen. Ja, Na, bist du da ist narrisch. ein Paket, sind zwei Pakete dabei und das Digital Artbook. Und der Season Pass ist Und dabei. 3 Tage darfst du vorher spielen, oder Ja. was? Wow. Das ist. Ich weiß nicht, warum es da jetzt einen Shitstorm gibt. Das ist bei allen Spielen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, genauso. Bei allen Ja, großen das ist, EA-Titel, bei weil allen großen Ubisoft-Titel, bei gut, allen Bethesda-Titel. es gibt auch, gut, es gibt bei jedem Bethesda-Titel einen Shitstorm, es gibt eh bei allen Es einen gibt immer einen Shitstorm. Shitstorm. Und sich über einen Online-Zwang aufzuregen, irgendwann, das ist, ich glaube, die Diskussion können wir eigentlich seit 15 Jahren lassen. Ja, die kann man immer wieder gerne anfangen, weil ich mir denke, sie ist immer nur der gleiche Scheiß, wie man es Ja. angefangen hat. Es ist nun mal leider so, die Unternehmen sind den Weg gegangen. Das Einzige, womit man die Unternehmen aufhalten kann, ist das Spiel einfach nicht zu kaufen. Dann werden sie einsehen, dass so ein Das Geschäftsgebaren kann und schon, so ein aber Online-Zwang nicht funktioniert. Aber dann müssten alle Menschen zusammenhalten und das das Spiel kann schon nicht auf, kaufen. das kann schon aufgeben. Das sieht man bei Blizzard immer wieder. Es ist wurscht, was die machen. Ja, Leute kaufen es. Diablo-Fans sind sowieso leicht psychisch gestört. Also da kann man. Was willst du noch sagen? Naja, ich meine, das ist für mich, ist die, ich meine, bei Blizzard im Generellen, was die letzten Jahre released haben, das ist durchaus nochmal dreist und frech. Ein Diablo-Fan kann man einen Kuhfladen in einen Backerl schicken mit einer Diskette drauf, wo Diablo 10 draufsteht. Der wird es trotzdem kaufen. 80 Ich Euro. weiß, Ja, 100. 100, 120, die sind sowieso komplett paralysiert, die sind komplett unbelehrbar, da kann man nichts machen, aber deswegen bin ich kein Fan mehr von einem Spiel, weil man eigentlich eh immer nur enttäuscht werden kann. Ich kauf sowieso nichts mehr zum Release. Nix. Ja, es gibt, ich meine, es gibt ein paar Ausnahmen. Es war zum Beispiel das Final Fantasy, das Rebirth habe ich mal zum Release gekauft und das Remake, das war super gut. Aber das Hast ist du auch die von. Ultimate Mega Nein, Drüber Edition? ich kaufe mir prinzipiell keine Ultimate Editions. Okay. Weil das ist so Dinge, was soll ich mit denen? Na Das ist für ein, eh. weil ich denke mal, warum soll ich für ein digitales Booklet, das ein PDF ist, zahlen? Das ist sowieso etwas, was ich nicht verstehe. Warum können die nicht einfach nur einen Karton, ein schönes Booklet mit einem schönen Artwork und einer Karte der Welt beilegen, so wie früher? Dann Ja, würde ich das ist. sagen, dann sind 130 Euro geil. Ja, das verstehe ich. Wenn das wirklich ein super Es ist Print ist, sowas machen. wo ein Poster drin ist oder irgendwas. Ja. Ja, was ich zum Beispiel einmal gehabt habe, das war von einem Fallout. Ich habe da einmal eine Edition gehabt, wo so einen echten Bebop gekriegt hast, wo dein Smartphone erscheint und können, das hast du dann die Hand umtun können. Okay. Das war aber damals auch noch nicht so teuer und da habe ich mir gedacht, ja, okay, das ist dann ja cool, das macht ja Spaß. Weil da habe ich wirklich was zum Angreifen daheim. Ja. Aber für ein digitales Booklet, da denke ich mal, das findest eh 3 Tage später im Internet. Das finde ich ein paar Stunden später im Internet. Also da denke ich mal, ja, okay. Und irgendeine kosmetischen Pakete für deinen Hauptcharakter? Ja, was soll ich damit? Na, vor allem, es ist ja dann, dann sind wir ja beim nächsten Punkt, wenn es dann nicht einmal nur mehr optische Pakete wären, sondern tatsächlich irgendwas, wo sagst du, hast eine bessere Rüstung oder sonst was, ist es eigentlich schon ein Pay-to-Win-Titel, weil ich habe Vollpreis gezahlt, kriege aber nicht alles, was jemand kriegt, der mehr zahlt. Ja. Weil da denke ich mal, ja, okay, ich Dann meine, das hat finde halt ich einer komisch. die bessere Rüstung beim Start, ja.
Okay, Aber ich denke mir dann einfach. beraubst du quasi dem Spielerlebnis, nämlich dass du halt doch 10-mal stirbst am Anfang. Ja, wo ich mir denke, ja, was, beim Vollpreistitel finde ich das Konzept halt auch ziemlich komisch, aber ja, muss ich ja nicht verstehen. Ja, na, ja, ich weiß auch nicht. Also, und ja, deshalb wundert es mich ja nicht, dass sehr viele einfach zu ältere Spiele greifen. Na, also my pile of shame und my pile of gute alte Spiele ist auch recht groß und finde auch immer was und keine Ahnung, wenn ich a Gothic 3 zum dritten Mal spiel oder a Half-Life zum achten oder neunten Mal, wurscht, macht dir immer noch Spaß. Richtig, ja. So. Dann schauen wir mal, was wir als nächstes im Gepäck haben, während der Alex da wieder umknuspert. Nextcloud, unser allseits beliebter europäischer Open Self-Hosted Open Source Software, der ich immer noch bemerkenswert gut finde, die springen jetzt auch noch mehr auf den AI-Zug auf. Ich glaube, du hast AI-Themen, die können wir noch ein Gleit raunhängen, gell? Diesmal nicht, oder? Na, ich glaube, das Mal habe ich gar nicht so wirklich was. Na? Ah, okay. Also Nextcloud, während Microsoft jetzt in ihre komischen, ganzen komischen Office, Outlook, Word, Excel und das für Manager extrem wichtige PowerPoint den Copilot untergebracht hat, bringt jetzt Nextcloud eine Eigenentwicklung auf und Eigenentwicklung mit ein, und nämlich Assistant 2.0. Das ist A, AI, und das soll die Nutzer unterstützen beim Erstellen und Bearbeiten von Inhalten. Ich habe mir das jetzt noch nicht im Detail angeschaut. Aber ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man sich dann beim Hetzner um 10 Euro pro Monat kaufen kann, weil es braucht ja nachher auch die entsprechende Hardware für die AI-Funktionen. Das ist es. Also wenn du wärst beim Hetzner sicher auf einen Server zum Laufen kriegen, das wird nicht das Problem sein, aber ich schätze, dass die der Server beim Hetzner mehr kosten wird. Das wird sein, ja. Also NPU-Einheit, irgendein Neural Engine oder sowas, irgendein CPU oder GPU mit Neural Engine wird man da schon brauchen und zwangsläufig wird es wahrscheinlich irgendwas von Nvidia sein, was man da am Server laufen haben muss, um das zum Laufen zu bringen. Also, AI braucht halt ja, Rechenleistung. sagen wir so, der kleinste Server beim Hetzner, wenn er jetzt managed ist, also der kleinste V-Server fängt mit 34 Euro pro Monat an. Das ist ja wirklich der kleinste. Und da reden wir jetzt an, da ist nicht einmal die CPU spezifiziert, die da Ja, drinnen ja, ist. ja, ja. Also, Ja, aber und wenn es dann der mehr, ist managed, gell? Okay, das ist ein Managed-Server, ja. ja. Ja, also wird dann sicher auch etwas sein, was man halt noch ein extra zum Zahlen hat. Ich Aber meine, trotzdem, wenn man an sich finde ich jetzt. die Idee ja gut, weil erstens Nextcloud ist ein vollkommen europäisches, in dem Fall sogar deutsches Produkt. Es ist. Du kannst es theoretisch auf deiner eigenen Infrastruktur hosten, dann brauchst du halt einen fetten Server und eine Videokarte drin. Du kannst ein Nextcloud sehr gut skalieren, ob du jetzt ein Unternehmen hast mit 4 Angestellten oder mit 1000. Und du bist Ja. nicht Microsoft und Aber was eigentlich, was ich gerade witzig finde, ich sehe gerade beim Hetzner gibt es einen dedizierten Server, einen GPU-Server, sogar für AI-Anwendungen. Der hat Tensor-Performance, der 306,8 Teraflops. Oh, ja, okay, das wird dann schon reichen. Der kostet 184 Euro im Monat, netto. Du hast gesagt, bei dir dedicated, oder? Ja, muss einen GPU-Server nehmen. Nein, 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 nein. Du bist jetzt ein bisschen, glaube ich, in die schlechtere Ansicht reingegangen. Ja, genau. Klick da oben, dann nimmst du GPU rechts. GPU-Line, okay.
da kannst du halt ein Ding haben, also. Ja, na, abgesehen vom Storage ist das schon einmal ein ziemlich geiler Server nachher. Den Storage kannst du aber noch Ja, oben chasen. den muss man sich ja nach oben chasen, Das kannst du ja gern machen beim Hetzner. Er macht es da ja. liebend Ja, gern. jetzt macht er schon gern. Ja. Also, das ist kein Problem. Ja, das eh. Also, jetzt aus Unternehmenssicht wäre die Entscheidung eigentlich relativ klar. Ist das, ich meine, das kommt jetzt darauf an, wie gut das Modell natürlich ist von Nextcloud oder wie gut der Ja, Assistent ist. na, das schon, aber du machst ja aus Unternehmenssicht komplett unabhängig von erstens extrem teure Microsoft-Lizenzen und der hin und wieder doch sehr merkwürdig, dem merkwürdigen Geschäftsgebaren von Microsoft und dem sehr merkwürdigen Sicherheitsgebaren von Microsoft. Also Ja, das Problem ist halt, du kommst halt als größere Firma, du kommst ja Microsoft sowieso nicht rum. wohl, du kimmst theoretisch drum um, du musst nur die leitende, du brauchst nur leitende IT, die sich um deine alternative Gut, Infrastruktur kümmern. zwei Probleme. Du findest keine Leute mehr, weil die will jeder haben. Und Na, Punkt Problem zwei, Nummer eins, du findest keine Leute, ja, dass sie nicht zahlen wollen, ist mir schon klar. weil man denen nicht gescheit zahlen will. Deswegen Ja, findet man keine Leute. klar. Ja, ist ja klar, aber es ist ja wurscht, die gehen halt dann dahin, wo sie Ja, gezahlt ich würde werden. sowas geil finden, ein Unternehmen, also komplette Nextcloud-Infrastruktur zu betreuen und ich Ich das ist glaube, echt ein geiler. du bräuchtest nicht einmal unbedingt Nextcloud, du könntest ja sogar Llama 3 oder Llama 2, Llama 3, Ja, wenn jetzt neu kommt, das schon. Na, könntest du sogar darauf alles aufbauen. ja, aber Nextcloud bringt halt Kalender, Kontakt, Richtig, ja. Datenverwaltung Ist schon klar, ja. und Ja, nur browserbasierte der Punkt ist, Anwendungen schon mit. du weißt halt einfach, was es halt ist. Bei Microsoft ist es halt mittlerweile so mit dem Office 365, es ist halt alles verdrahtet sofort. Du klickst an, du kaufst, es läuft, auf Deutsch Ja, gesagt. es ist ja bei Nextcloud ist untereinander in sich ja alles verdrahtet. Das Ja, funktioniert ja. aber Also ich finde, das funktioniert auch du ganz musst, gut, da, aber aber der Setup-Prozess das ist ist halt halt was am anderes. Es Anfang. ist halt auch Ja, für ja. die User wahrscheinlich ein bisschen eine Umstellung. Aber Richtig. ich krieg echt, also ich tue ja echt gern meinen Job machen. Wirklich gern. Aber. Aber ich krieg bei den ganzen Microsoft und Atlassian zeigt mit Jira und Confluence und bei den ganzen Microsoft-Grafik kriege ich das Kotzen. Es ist Ja, viel Spaß. eine einzige Katastrophe, das Zeug. Das ist einfach Ja. nicht gut. Es ist einfach nur schrottige Scheiße, die in zwei von zehn Fällen nicht funktioniert. Darf ich da ganz ein simples eigenes Beispiel nennen? Ich habe ja Office 365 auch. Ja. Weil das damals, ich hab wirklich ein altes Paket, nur das kriegst du halt gar nicht mehr. Und das ist halt so günstig im Verhältnis, dass ich das fast nicht kündigen kann. Das heißt, ich habe fünf Office-Lizenzen, also wirklich für fünf Rechner, wo ich sage, das würden mir allein schon mehr kosten. Und da ist ja ein Ding dabei, da ist, wie heißt es, OneDrive Ja. dabei. So, dann irgendwann hat der Alex entschlossen, eigentlich, ich habe ja OneDrive, warum soll ich nur Dropbox bezahlen? Genau. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, so, dann stellen wir das halt um. Theoretisch super einfach. Nur bis das OneDrive gecheckt hat, dass ich ein Business-Account habe mit Office 365, habe ich das ungefähr 14 Mal installiert. Ich habe nichts anders gemacht und beim 15. Mal hat es funktioniert. Ich muss OneDrive Und ich. täglich neu starten. Ich muss es forskillen und neu starten. Weil Das kann passieren. unable OneDrive is unable to connect to OneDrive. Ja, das kann passieren bei Das Microsoft. ist die Fehlermeldung. Ich muss es jeden Tag forskillen und in macOS machen und neu starten. Ich mache es aber nicht jeden Tag, weil es mir ehrlich gesagt scheißegal ist. Ich gebe da einen Tipp, du hast nicht den Autostart rein und starts manuell, das ist einfacher. Wenn das schon ein Problem ist.
Na, ich will nichts manuell starten. Ich schalte mein Notebook ein und es kommt alles, was ich will, was zum Start Ja, das wäre. dazugehört, macht bei mir am Anfang auf. Ja, das wäre. Das Fertig. ist einmal Traumwelt, ja. Das funktioniert bei mir tadellos, zum Beispiel, bis auf OneDrive. Ja. Ja, ich habe das neulich. Hast du das zufällig auch? Ich habe bei Dropbox das Problem neulich, dass ich das genau das Gleiche machen Bei muss. Dropbox, Dropbox nutze ich nicht. Achso, okay, weil da habe ich das Problem. Das ist bei mir auch Autostart. Und seit einem Update muss ich jetzt jedes Mal, weil der sich nicht verbindet, muss ich das auch so machen. Und ich verstehe eigentlich auch nicht, warum. Okay, Also mit ich verstehe, Dropbox also wahrscheinlich. ich kenn dein Problem, was du da Aber mit beschrieben hast, und Dropbox. das ist in dem Fall mit Dropbox. Ich meine, mit OneDrive habe ich schon meine Probleme gehabt am Anfang, also das kenne Na, ich ist schon. ja wurscht. Dann kommen wir zum nächsten Microsoft-Cheat-Produkt, Microsoft Teams. Jetzt gibt es hier das, Das mag keiner. jetzt gibt es das New Teams. Okay. Ja, klar, Es. das haben sie machen müssen wegen der EU, weil sozusagen, das haben sie aufsplitten müssen. Das haben sie aus Ding rausspalten müssen aus Office 365. Ich weiß nicht, warum sie es machen haben müssen. Ich Ja, sie haben es müssen. Also sie haben es. hoffe, dass sie es nicht nur müssen haben, sondern dass sie auch selber die Intention gehabt haben, zumindest den Na. extrem langsamen Unterbau der Vorgängerversion endlich zu töten. Aber es ist immer noch Schrott. Hey, ich habe ein MacBook Pro 14. Der Akku geht bei mir im Heimgebrauch, der hebt 2 Tage, ohne dass ich es Ja. anstecken muss. Ich habe 2 Stunden Teams-Meeting und der Akku ist bei 15%. Ja, das ist richtig Ja, so. es ist eine Du, einzige das ist Katastrophe. Die das, das, Browser-Anwendung funktioniert nicht immer. Funktio vor das allem ist halt. funktioniert es nicht unter unterschiedlichsten Betriebssystemen. Du kannst in Linux kannst da dein komischen Edge installieren. Du kannst ja Edge auch in Linux installieren. Das Ja, funktioniert, kannst, ja. weil Edge ist ja Chrome, nichts anderes. Ja, richtig, ja, richtig. Teams funktioniert nicht im Edge unter Linux. Warum soll's Ja, er? warum soll's aber? Warum verwendet der Arsch Linux? Ja, richtig, du hast das Und verstanden. warum verwendet das Arschloch unseren Microsoft-Browser auf Linux? Ja, du hast das Prinzip Dann soll verstanden. Microsoft aufhören, den anzubieten für Linux. Das ist eine Katastrophe. Mir ist es kein Rätsel, warum sich Microsoft jetzt komplett auf die AI, auf OpenAI und auf alles andere stürzt, weil deren bisherigen Businessmodelle einfach scheiße sind und zum Scheitern verurteilt sind. Windows wird es nicht mehr lang geben und Office wird es nicht mehr lang geben. Also, ich glaube, Microsoft verdient so viel Geld mit den ganzen Graphen. Ja, Das ist nicht eh mit wohl. Windows und nicht mit Office. Office ist Ja, sowieso nur noch ein mit Abschreibposten. Office 365 verdienen die ja Schweinegeld. Ach, ich Also, weiß glauben wir es mit Office. Na, die Microsoft hat Teams entbündeln müssen. Sie haben es wirklich müssen, weil die EU ein Kartellverfahren gestartet hat dagegen. ja, Microsoft und die EU-Kartellverfahren, ja, das ist eine never-ending story. Ja, also Microsoft verdient ein Schweinegeld mit dem Zeug. Vor allem mit Power Platform und mit Azure und mit den ganzen Sachen. Die verdienen richtig Kohle damit. Also, Microsoft hat 2023 einen Gesamtumsatz von 212 Milliarden Dollar gemacht. Ja, und das ist eh 48 Milliarden sein von Ding. Von Office-Produkten und Cloud-Diensten. Ja, aber du musst halt schauen, Windows und Office zusammen Ja, ergeben das nicht ist. das, was Microsoft Nein, jetzt mit nein, nein, das Server ist. macht. Nein, klar, das Azure verdient noch einmal mehr. Also, das ist ja Ja, sowieso noch eine andere Liga. da lassen sie sich eh sowieso jeden Kilobit vergolden. Also Ja, die richtig. Und. Azure-Preise sind ja eine einzige, Na, ist ein und vor Wahnsinn. allem dann. Vor allem Power Platform, Power Tools, das ist ja alles da drinnen. Du musst schon mal schauen, LinkedIn macht schon fast so viel Umsatz wie Windows.
Gaming ja, macht ja. fast so viel Umsatz wie ja, Windows. Ja, ja, ja. Na, das also ist schon klar, aber... Das ist einmal definitiv auf den absteigenden Ast. Das Office weiß ich nicht, aber... Ja, das ist ein Schweinegeld, gell? 40 Billionen mit... Vor allem, du musst ja mal denken, du hast ja was Schönes angesprochen, für das, dass das Zeug so ein Klumpert eigentlich ist. Das Zeug ist ja wirklich nicht super gut. Ja, das ist ja perfekte Lobbyarbeit, was Microsoft macht. Das ist ja in alle Schulen drinnen. Ja, richtig, das ist der Punkt. Und ja. du kommst ja nicht aus, versuch einmal wirklich jetzt professionell mit was anderem was zu machen. Du scheiterst ja schon sehr oft daran, dass jeder Word hat. Du musst ja jeden fast ein Word schicken. Na, wieso? Muss ich jemandem ein Word schicken? Nein, weil das Problem ist das, ich habe es nach wie vor sehr oft, ich mache es mit was anderem auf und es schaut dann schon anders aus. Ja, aber warum muss ich jemandem ein Word schicken? Dem schicke ich ja PDF. Das kannst du auch machen, aber wenn du jetzt zum Beispiel gemeinsam arbeitest, es verwendet ja kaum jemand an Google oder sonst irgendwas oder Nextcloud hat ja auch das so ein Tool. Ja, sicher. Verwendet kein Mensch, die hat keiner. Also gemeinsam arbeiten mit im Office 365 Umfeld ist ja auch eine einzige Katastrophe. Da ist die Billiglösung von unseren Google Docs und unserer Sendungsnotizen ist aus User Interface Sicht ja angenehmer also zu bedienen. Google Docs, also ich sag da gar jemand an einem Dokument zusammenarbeitet, wechsle ich zu Google Docs, das stimmt. Weil es viel, viel gemütlicher ist als mit Microsoft. Also ich verwende auch entweder nur Google Docs oder die Pages von Apple. Es geht auch zum kollaborativen Arbeiten gut. Mit Pages bin ich nie warm. Ja, es ist das User Interface, es ist einfach komplett anders. Also das ist, ich glaube, das ist aber, ich will jetzt mir ja nicht in Pages einarbeiten, das fängt schon damit an, weil ich mir denke, ja. Für alles, was ich brauche, ist das vollkommen ausreichend. Pages und Numbers funktioniert einfach. Aber es ist anders. Es ist anders als ein Word oder Excel. Es hat auch nicht den Funktionsumfang und es ist einfach anders zu bedienen. Ich meine, Excel ist sowieso schwierig. Man auf den läuft halt, ja, Excel war ich selber, es läuft ich sehr, sehr viel auf Excel. Ja, das ist leider das nächste, ja. Die ganzen Leute mit ihren komischen Visual Basic Makros und so weiter. Mittlerweile gibt's ja KI da drin. Ah ja, ich will es nicht wissen. Mittlerweile brauchst du das Visual Basic Script nicht einmal selber schreiben. Ah, das macht die KI, okay. Ja. Ja gut. Also du siehst, Microsoft verdient eine Schweinekohle. Ja, nein, ich sehe schon, aber schau mal, das ist die Windows-Ding, das Gelbe. Ja, Windows ist braucht man nicht drin, aber also, ist ja nach wie vor, wenn es vergleichst, ist ja auch noch ziemlich konstant der Block. Ja, er ist aber nur konstant, während alle wachsen. Ja, aber nimmst halt das Körpergeld mit. Ja. Weil ich meine, ich vermute, das sind eh nur mal Firmenlizenzen und Lizenzen, die andere Hersteller kaufen. Ja, und Schulen. Wahrscheinlich, ja. Schulen, also Universitäten, da wärst du erst recht in den ganzen Plätzchen eingezwungen. Also, ehrlich gesagt, ich würde da als Regierung oder als EU den ganzen Riegel vorschieben. Weißt du, was da ja eigentlich das Witzige ist, dass ja mittlerweile in viele amerikanische Schulen sind ja hauptsächlich Chromebooks in der Anwendung. Mhm. Da hat Google quasi das Microsoft-Modell etwas übernommen. Ja. Auch nicht schön. Ja, ich meine, du wirst irgendwann dann Leute haben, die arbeiten, machen alles mit Chromebooks. Ja. Günstiger wird es auf alle Fälle sein, wahrscheinlich. Günstiger ist falsch. Die Anschaffungskosten sind geringer. Ja. Deine Daten sind Google aber sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, natürlich. Google mag deine Daten und Google die. Mag Daten. Und dich. Ja, und dich. Google mag dich auch. Okay.
20 So, Minuten Rant zu Microsoft. also Clemens und Microsoft, das ist ein Traumduo. Ja, ich nehme gerade auf, Das ist eine. die Sendung wird gerade auf einem Windows-PC aufgenommen. Ja, warte noch, bis er abstürzt. Bis abstürzt, ja. Ja, das kann passieren mit Microsoft, aber man, ich kann dazu jetzt gar nicht viel sagen, weil ich habe schon lange jetzt nicht mehr wirklich auf Windows gearbeitet. Ich spiele ja eigentlich nur auf Windows, also von dem her. Ja. Ja, da gibt es wenig Ja, Alternativen. das ist genau das Problem. Gut, so. Alles haben wir eh schon einmal Ja, gehabt. haben wir den BYD Pickup gehabt? Na, 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 nur Pickup One haben wir schon einmal gehabt. Ach so, ja, Pickups haben wir. Steht nach wie vor nicht, warum jeder jetzt ein Elektro-Pickup rausbringt. Also jetzt BYD bringt jetzt auch ein Elektro-Pickup raus. Und ich verstehe nicht, warum. Das macht ja keinen Sinn als Pickup. Weil Tesla das macht, machen das halt andere auch. Ja, Das ist. aber der LKW da mit Elektroantrieb, windschnittig wie ein Karsten. Ja, wobei er gefällt mir besser als das komische Ja, er ist schon gut. Star Wars Auto vom Elon. Ja, das ist jetzt keine Kunst. Ja. Ich meine, BYD hat aber Simples gemacht. Sie haben einen Pickup noch wie einen Pickup ausschauen lassen. Ja. Das Ja, war die Kunst. es schaut aus wie ein Auto, das ist ein Türgriff, richtiger, echte. Ja, und du hast eine Ladefläche. Eine Ja, richtige. das ist eine richtige Ladefläche. Da hat sich BYD sehr viel Also, Mühe gegeben. es schaut echt aus wie ein richtiges, normales Auto. Na gut, das ist für mich ja nicht die Anforderung an ein Elektroauto, aber im Vergleich zu einem Cybertruck von dem leicht psychisch geschädigten Iren da aus den USA schaut das halt immerhin noch schön aus, obwohl es Pickup sinnfrei ist, in meinen Augen. Für das Mehr der Leute würde ich sagen, also Pickups seien für mich nur für Leute, die wirklich sagen, keine Ahnung, ich bin Handwerker und ich muss dauernd alles mitnehmen. Dann sage ich, okay, Pickup verstehe ich, aber jetzt für Otto Normalverbraucher, ich sage jetzt bewusst Verbraucher, weil ich weiß nicht, wie viele Frauen tatsächlich am Pickup fahren. Tatsächlich sehe ich viele damit umfahren, ja. Okay, dann sagen wir Otto Normalverbraucherinnen. Weil was soll ich damit? Soll ich jetzt damit zum Spar fahren, meinen Wocheneinkauf machen? Die Leute fahren auch mit ihren 3-Tonnen-SUV zum Sparen Wochenende einkaufen Ja, machen, also. das ist ja genau so das, wo du denkst, ja, okay, aber ja, Ja, also das ist ein anderes Thema. BYD hat jetzt auch einen Pickup. Ja, okay, ja, nicht so schlecht. Aber es gibt noch keine Preise und nichts. Also es ist jetzt dann noch Okay. relativ neu. Und? Soll ich jetzt eigentlich gleich mit den anderen E-Autos weitermachen? Ich habe auch noch ein E allerdings, aber nachher kannst du auch gleich Ja, mit den anderen weitermachen. dann mach du das zuerst und dann mache ich einen anderen Block Ja, gleich. genau. Also meiner ist jetzt eigentlich nur die drastischen zurückgehenden Zahlen von Neuzulassungen In Deutschland in meinst du jetzt eigentlich? Deutschland. Ja, weil ja die deutsche Regierung hat ja die okay, die Förderung haben sie ja gekippt. Okay, war vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil jetzt die Autohersteller ja selber gesehen haben, okay, ja, puh, dann kauft es keiner. Dann machen wir jetzt einfach nochmal einen Preisnachlass. Und dann hat man erst gesehen, was die eigentlich für Marge auf die Autos haben. Aber jetzt fangen ja VW jetzt langsam an, ihre eigene Förderung quasi auslaufen zu lassen. Und ja, die Sache ist halt jetzt die, also Rückgang von fast 30% im Vergleich zum März des letzten Jahres. Ja, aber wir wissen ja eh, dass die Deutschen genauso wie die Österreicher eigentlich Benzinbrüder sind und das haben wir eh vor zwei Episoden kurz besprochen über den Zuspruch von Elektroautos innerhalb der Europäischen Union.
Wundert mich jetzt für Deutschland jetzt so nicht ganz. Folge fehlt, also Folge draus. Vielleicht wird das eine oder andere Modell ja dann doch noch einmal etwas günstiger, weil sie die vollen Lager wieder leer kriegen müssen, damit sie da wieder irgendeine Dieselstinker einstellen können. Schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Ja, das ist, ich glaube, so, wenn man es wieder so ein Positivbeispiel haben will, müsste man nach Norwegen schauen, wie die das gemacht haben. Weil die haben halt konsequent so angefangen, dass E-Autos günstiger waren, dass E-Autos weniger Steuern gezahlt haben, dass Ist ja bei E-Autos uns sogar halt so. ka ja, dann hat es halt noch Dinge gegeben wie eine City Maut und E-Autos waren davon ausgenommen und so weiter. Versuch sowas einmal in Deutschland oder in Österreich Eine unterzubringen. City Ja, Maut, ja, viel Spaß. ich meine, in Deutschland schaffen sie es dank dem komischen Schwachkopf da aus der FDP, dem Volker Wissing, schaffen sie es ja immer noch nicht, ein Tempolimit auf den Autobahnen einzuführen, weil er ja der Meinung ist, dass der Großteil der Deutschen auf die Straße geht, wenn ein Tempolimit eingeführt wird. Wobei die ganzen Umfragen eher dafür sprechen, dass der Großteil der Deutschen für ein Tempolimit ist, aber Ja, mein Gott, die FDP ist schon einmal aus dem Bundestag ausgeflogen. Sie schafft es ein ja, zweites ich Mal. finde es aber trotzdem irgendwie ein bisschen fragwürdig, dass so eine Partei, die es gerade ums Ohr schlecken, vielleicht ein paar Lobbystimmen sich irgendwo noch zugekauft hat, die gerade einmal in den Bundestag kämen ist, aufgrund ihrer lächerlichen Kackleistung der letzten 30 Jahre, dass die so in einer Regierung so viel Macht haben, um einfach SPD und Grüne einfach in den Stinkefinger zu zeigen. Also, Ja, das das. ist die Macht einer kleinen Arschlochpartei. Ja. Gut, in Österreich hat das in Ich... Öst in das österreichische Pendant hat 30%, also was will man machen? Laut aktuellen Umfragen. Naja, ist es Pendant, nicht die Neos? Na. Na, tut mal Leute, na, würde ich nicht sagen. Die FDP ist genau die. Ist Ich sehe die originale doch, die Gegenstück Neos. zur ÖVP. Weil die Also. CDU und die ÖVP kannst du jetzt nicht mehr vergleichen. Die CDU ist ja eher schon sowas wie die FPÖ. Ja, das ist schwierig, da Grenzen zu ziehen, aber ich muss ja ehrlich sagen, was ich so in letzter Zeit so von Neos mitgekriegt habe, also die sind schon auch, gell, für, die verkaufen auch alles, was nicht bei Das drei sind Wegen ist. Liberale, die würden für ein Ja. bisschen Neoliberale, Entschuldigung, nicht Liberale, Neoliberale, meine, für kleines Körpergeld verkaufen die Oma und den Erstgeborenen noch dazu. Na, weil das ist alles wert da mit den Dingen und das ist ja, also in letzter Zeit, also die sind jetzt nicht so, also ich finde, die kann man mit der FDP schon ziemlich gut Das vergleichen. schon, aber ich finde die FDP noch Aber. einmal ein Stickerl härter, weil die Neos haben zumindest ein. Die Neos haben zumindest ein bisschen sowas wie. Ne, ich weiß nicht, was die in letzter Zeit so ausgelassen haben. Österreichische Innenpolitik verfolge ich absolut nicht mehr, weil ich bin eh schon so schwermütig. Das gesagt hast, ich lasse es Na, gleich. sowas zieht mich nur noch weiter ab. Also, Politik in Österreich ist einfach ein Armutszeugnis. Also, ja. Armutszeugnis. Dann hupf du gleich zu deinen E-Auto-Themen, wenn du schon so eine coolen E-Auto-Themen hast. Coole E-Auto-Themen. Wo habe ich das jetzt gehabt? Mercedes. Ja, mehr Mercedes da. Also Mercedes bereitet jetzt was unter der E-Klasse vor. Also das heißt, es kommt jetzt eine neue Einstiegsklasse. Der heißt CLA EV. Hat dann angeblich 750 Kilometer Reichweite und ist schon einmal am Polarkreis gesichtet worden zum Testen. Also ist jetzt eine neue Plattform von Mercedes.
hat dann auch das 800 Volt Lades- oder Volt-System, soll in 15 Minuten 400 Ah, Kilometer laden okay, können. Umstellung aufs 800-Volt-System, okay, ja. Ja. Und soll dann so im Durchschnitt nur 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbrauchen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was das für eine Teststrecke war und so weiter. Aber Mercedes kommt da jetzt auch langsam mit so Einstiegsmodellen daher. Ganz kurz. Ja. Das soll ein Einstiegsmodell sein. Das ist ein Einstiegsmodell, ja. Mercedes baut aber will in Zukunft keine Autos mehr wie eine klassische A-Klasse oder sowas bauen. Wieso? Was ist die A-Klasse? Weil Mercedes schon vor, oder das war schon vor Jahren gesagt hat, sie wollen nur noch dieses Premium-Segment wirklich bedienen. Ja, jetzt, aber nachher ist das ja kein Einstiegsauto, weil ein Einstiegsauto Für für. Mercedes ist das dann ein Einstiegsmodell. Ah, okay, für Für Mercedes ist Mercedes, ein also das ist Einstiegsmodell. ja richtig. Okay. Ah, weil Einstiegsmodell ist für mich etwas so Anschaffungspreis zwischen 15.000 und 25.000 Euro. Na, da hat Mercedes gar nichts. Okay. Ja. Aber Mercedes hat, glaube ich, noch nie ein Auto um den Preis Sie gehabt. haben schon günstige Modelle gehabt, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was war denn das für Klasse? Ja, das hat war auch extrem schlecht. Also, es war sehr billig gebaut, sagen wir so. Mercedes Einstiegsklasse. Warte mal. Das war aber nicht die A-Klasse, sondern. Oh Mann. Rauszoomen, du siehst überhaupt nichts. Na, eben nicht die A-Klasse, war das die C-Klasse? Na, die C-Klasse, aber die D-Klasse. Gibt es die D-Klasse? Fahrzeugreihe von Mercedes-Benz. Fahrzeugreihe. Mercedes-Benz. Erzähl du weiter, während ich oder das aussuche da. Ja, es gibt jetzt sonst eigentlich gar nicht viel mehr zu erzählen dazu, Ah, weil okay. man nicht mehr weiß. Also, da gibt es jetzt nichts Besonderes, was man dazu sagen kann. Also, ja, aber Mercedes hat da jetzt auch was Neues dann im Petto. Also, es ist da bei den Link auch ein Video dabei. Natürlich ist das halt alles nur getarnt. Aber wird halt so eine klassische, also soll so Model 3 Größe haben, wahrscheinlich nennen wir es so elektrische C-Klasse von Mercedes in die Richtung. Also, was halt so der klassische lang der Einstieg von Mercedes war, bis irgendwann, glaube ich, die A-Klasse gekommen ist. Okay. Ich finde es nicht. Ich glaube Also, ich weiß nicht, ob C du jetzt oder noch schnell was gefunden W-Klasse hast, war das. aber. C oder W-Klasse. Ich glaube die C-Klasse. Also C war, die gibt es schon Ja. lang. Kann aber sein, Mercedes hat sehr lang, Baureihe. glaube ich, Kooperationen mit Renault gehabt. Da haben sie einmal so Autos Naja, es kann schon zusammengebaut. sein. Die waren eher ein bisschen. Also, Kann mich nur erinnern, ein bisschen an meine Jugend, weil irgendeiner hat einmal so eins gehabt und das hat an allen Ecken und Enden. Wie soll man das sagen? Technische Unzulänglichkeiten gehabt. Technische und Materialunzulänglichkeiten. Also es ex das glaube ich extrem heißt. viel Rost und billig gebaut einfach. Das was man halt Tesla ankreidet mit Spaltmaßen. Die Spaltmasse. Ja. Ja, und dann Oh yeah. zu dem Auto, was wahrscheinlich, oder zu dem Elektroauto, das wahrscheinlich im Moment so, ja, das Gesprächsthema Nummer eins immer ist. Xiaomi hat schon extrem lange Wartezeiten auf das Modell, auf den S7. Dann 27 bis 30 Wochen, weil es hat insgesamt 90 Vorbestellungen, also innerhalb eines Tages gegeben. 90. Ah, 90.000, ja. 90.000, okay. Ja, 90 wäre ein bisschen.
Wir haben 90 Vorbestellungen. Wir haben bereits ein halbes Jahr Lieferzeit. Ja. Ja, der Alexander und ich, wir haben beschlossen, dass wir versuchen, in jeder der kommenden Ausgaben einmal kurz den aktuellen Status dieses SU7 zu beleuchten, weil ich immer noch der Meinung bin, dass das auch bei 90.000 Vorbestellungen einfach extrem floppen wird. Nicht 90.000, Entschuldigung, 90.000. Ja. Ich kann mir nicht helfen. Ich weiß es nicht. Also, ich meine, okay, wenn die wirklich, also wenn das realistisch irgendwann einmal nach Europa käme, dieser SU7, und das nur annähernd zu so einem Preis. 40, 45.000. Also das Ding, das wäre der absolute Preis. Ja, das haben wir schon besprochen. Glaube ich nicht. Ja. Also wir werden sehen. Also es schaut, man, so weit gefällt es mir, also rein optisch finde ich es ein schönes Auto. Das haben wir ja schon gesagt. Ich finde ihn auch wunderschön. Also es ist ein schönes Auto. Also auch der Innenraum und auch das Infotainment wirkt sehr durchdacht. Man, klar, sie kennen Smart. Ja. Ob es dann in Realität so ist, werden wir sehen. Ja, genau. Dann noch was zu Tesla. Also ja, Kunden wollen keine Teslas mehr kaufen aufgrund des Geschäftsführers. Ja, ich weiß, man soll sowas ja eigentlich nicht machen, aber ziemlich blatt ist er geworden, gell? Also. Ich sag mal so, ist jetzt nicht ein vorteilhaftes Bild für ihn. Fassen wir es kurz. Und die Stielaugen. Wobei, sagen wir es, eine Haartransplantation hat ja wirklich gut gefruchtet. Ja, das kann man schon machen. Allerdings im Gesicht hat es nicht so gut funktioniert. Die Haartransplantation. Ja. Oder was? Also, ich sage jetzt so, okay, für seinen Look kann er ja wenig. Der ist Milliardär. Der kann alles machen. Ja gut, das sagen wir so, ich meine, ja, er könnte theoretisch, ich meine, er hat schon eine Haartransplantation gehabt, okay, normal könnten das auch wurscht sein. Ja. Jeff Bezos schafft es ja ohne Haartransplantation. Wenn wir schon bei Genies sind, ich schaff's auch ohne Haartransplantation. Das ist richtig, ja. Das ist richtig, aber ist halt so. Das ist ein Ding, was ich übernommen. Das habe ich jetzt, glaube ich, die Woche erst entdeckt. Und zwar die New York Times hat ja jetzt etwas, die hat jetzt eine Podcast-Sektion oder wo du halt so Nachrichten lesen oder hören kannst. Da ist das alles so vereint und die haben da einen relativ coolen Beitrag drin gehabt, wie eigentlich China Tesla unter Anführungszeichen benutzt hat, um ihr Autoindustrie zu pushen. Und zwar China hat eigentlich etwas gemacht. Tesla war ja irgendwann einmal sehr, sehr nahe dem finanziellen Ende. Ja. Und China hat dann quasi für Tesla ein paar Gesetze so gemacht, dass die sehr ähnlich zu den kalifornischen Gesetzen waren für Autos. Hat aber Kalifornien hatte vergleichsweise restriktive Gesetze, oder? Ja, richtig. China hat das auch gemacht, weil sich Tesla das gewünscht hat, weil davon Tesla extrem profitiert hat, weil sie so ein Art Zertifikat gekriegt haben, dass sie haben weiterverkaufen können. Ah. So, und jetzt hat China aber etwas gehabt. China, da haben die meisten Leute noch nie ein Verbrennerauto besessen. Das heißt, die haben das nie gewusst, wie ein Verbrennerauto wirklich ist, weil da ein Nummernschild teilweise unbezahlbar war für ein Verbrennerauto. Also dass du wirklich eine Anmeldung für ein Elektroauto bekommen hast. Und China ist jetzt hergegangen und hat gesagt, okay, da wir jetzt ja eh so Demokratie unter Anführungszeichen sein. Also war deutsche Versprecher war fast drin. Schön, passt, gut. Ja. Das war...
Und jetzt haben die halt gesagt, okay, wir machen das jetzt alles so, dass Leute zum Elektroauto gepusht werden. Ja. Und jetzt sind die hergegangen und haben das aber eigentlich, sie haben da in den Beitrag dann das Wort Catfish verwendet. Catfish verwendet man so im Business-Jargon, wenn du irgendwas machst, damit andere angetrieben werden. Das ist so die. Gibt's da nicht so eine MTV-Serie, die Catfish heißt? Das kann durchaus sein. Also Catfish ist eine Fischsorte, die relativ schnell schwimmt und alle anderen auch dazu treibt, quasi schnell davon zu schwimmen. Und jetzt haben die halt sowas gemacht und haben halt damit dann andere Autohersteller wie BYD und andere damit gepusht, dass sie innovativer wären, weil sie natürlich Zulieferer waren für Tesla, die Verkaufszahlen von Tesla gestiegen seien. Und damit hat China ihr Autoindustrie eigentlich extrem gepusht. Also das heißt, sie haben das super gescheit gemacht. Und das kommt auch ganz gut in den Beitrag da zur Geltung, weil Elon Musk hat ja zuerst über BYD und andere Hersteller aus China gelacht. Mittlerweile lacht er nicht mehr drüber. Ja, da haben wir knapp 20 Jahre später eine ähnliche Situation. Nokia hat damals auch über das iPhone gelacht. Ja, so in etwa, ja. Ja, ist genau, wahrscheinlich genau sowas. Die Selbstüberschätzung eines Unternehmens. Bei Nokia war es halt nicht eine Person, sondern halt da war der Nokia-Chef war nicht so das Aushängeschild des Konzerns. Aber da haben sich ja damals ja auch einige zu Wort gemeldet und gesagt, wer soll denn so ein Blödsinn bedienen? Mit der Hand bedienen, mit den Fingern, mit Gesten? Was Ja, ist denn das für ein richtig, Blödsinn? richtig. Ja. Und China hat halt zum Beispiel, das habe ich gar nicht gewusst, BYD geht ja noch weiter. BYD baut ja nicht nur baut nicht nur die Autos, die man die Akkus weiß man, dass BYD baut. BYD ist ja Aber Akkuhersteller ursprünglich, ja. BYD besitzt sogar die Lithiumminen und besitzt sogar eine eigene Schiffsflotte, die die Autos von China nach Europa bringt. Also BYD bestimmt die komplette Lieferkette durchgehend. Das heißt, sie können alles machen. Okay, die sind auf dem Weg, Also die sind auf dem Weg zu einem klassischen Mischkonzern, der sich selbst ja, richtig. quasi sowohl Produkte und Sagen wir es, wie es Material als ist. auch Sie sei komplett die Lieferkette zur Verfügung stellt. Genau, das heißt eigentlich, BYD ist fast so wie Samsung halt im Mobilitätsbereich. Oder Toyota. Ja, Toyota ist auch Beispiel. Ich glaube, Toyota besitzt keine eigene jetzt Schiffflotte, dass sie das auch Toyota machen. Also baut würden wir jetzt Schiffe. wundern. Ja, eh, aber ob die selber Schiffe besitzen, das weiß ich nicht. Ich kann es mir schon vorstellen. Ist ja eh, aber das heißt, die sind eigentlich. Egal was, BYD ist da von niemandem abhängig. Ja. Und das ist eigentlich das Witzige, dass durch das, dass Tesla dort zuerst richtig viel Geld verdient hat in China, eigentlich denen quasi die Blaupause gegeben haben, wie China mit Elektroautos erfolgreich wird. Ja, da hat der Winnie Pooh jemanden ins Honigtöpfchen gelockt und dann draufgeschlagen. Nennen wir es so. Aber es ist ja so nett, wie sagen diese erfolgreichen Businessleute immer so, Wettbewerb belebt das Geschäft, Genau, oder? ja. Ja, jetzt sieht er was aus. Und der Markt regelt das von Der Markt alleine. regelt schon. Der Markt Der Markt regelt regelt schon. schon, ja, der Markt regelt Richtig, alles. halt immer für einen zum Nachteil, aber passt schon. Naja, Und meistens für für den, viele zum, ja, meistens für alle zum Nachteil. meistens für die, die eh nichts haben. Ja, genau. Schön. Okay. Ja, das kann ich empfehlen. Also, das ist relativ cool, was die New York Times da integriert hat mit dem Podcast. Interessant, ja, sehr gut. So, warte, jetzt mache ich gleich weiter, weil du hast da eh weniger Themen.
Ich muss jetzt nach oben nochmal springen. Ja. Ich habe da jetzt einen Block mit Google. Ah ja. Oh. Sag Ja, mal. da ist ein Artikel, der ist jetzt im Verge, warum sozusagen AI. Wie soll ich denn das nennen? Google. Übergreifend. Einfach Google, Google. oder? Jetzt Google. Google. Also, warum AI. Das könnte da Lesepick sein können, aber auch die Haus da dazu, warum AI Search Suchmaschinen oder gerade Google nicht töten wird, weil Google ja selber schon AI eigentlich seit Jahrzehnten in der Suchmaschine verwendet. Ja, es ist schon drin, ich meine. Jetzt, wie gut ist es, eine andere Geschichte, aber es ist drin. Ja, AI würde ich, ja, AI würde ich es jetzt nicht Ja. nennen. Ich würde es einfach ein bisschen. Ja, Das nennen wir das Large es ist Language ein Model. Algorithmus, ja, Ja. es ist ein Algorithmus, ein bisschen schlauer. Deswegen hat der Google Also es einfach heißt, an sich ja immer gut funktioniert. ja. Früher. Jetzt funktioniert ja nicht einmal die Suche mehr richtig, also finde ich. Die Ja, gut, Ergebnisse werden immer schlechter. ja, ich hab, sie arbeiten aber auch wieder Ja, dran. Also ich sie haben hoffe. da ja so ein Spam-Update jetzt herausgehauen, dass da weniger Ja. wird. Das ist dessen an Google Podcasts ist jetzt offiziell am Google Graveyard angekommen. Ja, Die zumindest für App. die USA, ja. Also es heißt Google Podcast, falls jemand das noch benutzt, ihr kennt es eigentlich jetzt schon auf was umsteigen, weil es ist An die vorbei. lieben Handvoll Hörer, die uns noch über Google Podcasts abonniert haben. Ab Juni ist das vorbei. Wir wissen alle nicht, wie das genau funktioniert. Wohl. Ah. Ich werde, es ist dann in YouTube Music drin. Es ist dann in YouTube Music drin. Das heißt, bleibt's dabei. Du musst uns nicht deabonnieren. Bleibt's dabei. Aber Macht's. nutzt einfach einen gescheiten Podcast-Client, nämlich einen echten, sowas wie Pocket Bean oder Pocket Casts oder Ja, ihr kennt es irgendjemanden sogar anderen. auf unserer. Ihr könnt sogar auf unserer Website das runterladen, das File, wenn Ja, ihr wollt. Ganz das ist altmodisch. aber mühsam. Ja, wenn es jemand will, aber wir haben es Wir im haben es im Angebot. Angebot, ja. Wir haben es eigentlich nur wegen einer Person im Angebot, aber bitte. Echt? Ja, wir haben es extra wieder, weil du hast es einmal weggetan und wir haben es dann wegen einer Person, Ah, weil die ja, gesagt hat, stimmt, genau. Es gibt da eine Person. weil die zieht sich das noch auf den alten iPod Klassik drauf oder sowas. Hat diese Person vollkommen recht? Ich finde sogar, das ist eine sehr, anachronistische Ja, das Art hat. und Weise, Na, einen Podcast zu konsumieren. Finde ich sehr schön. aber es macht natürlich Sinn, weil gerade wenn du jetzt in einem Flugzeug bist, kannst du nichts mehr Ja, runterladen. nein. Nein, ich Das finde heißt, das an sich, das Konzept eigentlich eh sehr cool. Und vor allem auf so einem alten, coolen iPod-Classic, oder? Ist das noch cooler. Also, nur weiter so. Ich freue mich das heißt über diesen einzelnen Download von da. der Webseite im Monat. Ich hoffe, es wären mehr. Also ich würde, es kann gern jeder machen. Also es gibt bei uns nach wie vor die Möglichkeit, den Podcast einfach klassisch runterzuladen. Wird wahrscheinlich immer seltener werden, aber bei uns gibt es Bei uns das noch. gibt's das. Das ist so wie, ja, irgendwann bringen wir es wieder auf Kassette Bei richtigen raus. Podcasts gibt es das. Übrigens, das mit Kassette, da habe ich echt eine Idee gehabt für unser 100. Da werden wir was machen. Wir bringen eine Wir bringen Kassette raus. eine Doppelkassette unserer 100. Folge raus. Da werden wir uns einen kleinen Shop einrichten und da werden wir die verkaufen. Ich muss mir nur das richtige Recording-Equipment noch anschauen. Das ist so schlecht, aber gut, das gefällt mir. Wie viel kriegt man auf der Kassette Stunden drauf? 45 pro Seite, 45 Minuten pro Seite. Bei den Das wird 90 aber Minuten kurze sein. Kassetten. Ja, ich habe gesagt, eine Das wird aber kurz. Doppelkassette. Eine Doppelkassette. Boah, das wird aber noch immer knapp. 180 Minuten. 3 Stunden. Alex. Bei der Hundertsten. Wir haben ja so schon auf 3 Stunden geknackt. Dann werden wir es einfach bei der 100. ein bisschen kürzen.
Uiuiui. Ja, ich sehe Ja, noch ein dann sind wir bisschen noch hin. weit davon entfernt. Ah. Ja, aber das ist eine coole Idee. Also das mit der Kassette finde ich Ja. gut. Ich hätte zwar nicht mal mehr einen Kassettenabspieler, aber macht ja nichts. Du kriegst ja keine. Du musst zahlen dafür. Ja, die zahle ich Okay, sogar, ja, das ist mir passt. wurscht. Okay. Also eine hätte ich gern so als Erinnerung. Können wir machen. Also das ist die schreiben, das Ja? ist Ja. so, was ist dann das nächste? Dein Da Video war laggt. irgendwas. Okay, das war wegen meinem Räusperer. Ah, okay. Ja, jetzt passt schon wieder. Jetzt ist es wieder halbwegs normal. Da ist eine leichte Verzögerung drin. Warte mal. Na, jetzt soll es wieder gehen, oder? Ja. Ja, jetzt passt. Was habe ich denn da gefunden? Es gibt ein neues Navi-Feature in Google Maps und zwar am Sperrbildschirm. Verfügbar ist dann schnell Infos zur Route, wenn der Smartphone, das die Funktion, wenn man sieht, kann dort Fuß. Die geschätzte Ankunftszeit. Was habe ich denn da reinkopiert? Ah, es stehen einfach mehr Infos am Sperrbildschirm zur Verfügung jetzt und in Zukunft. Ah, okay. Das heißt, Man kann dann Alternativrouten und sowas halt schneller. über ein Sperrbildschirm abrufen. Ja. Okay, ja. Ja. Also, ich habe halt neu, das neue Feature gibt es jetzt, wo es da wirklich bei größeren Gebäude oder U-Bahn-Stationen den richtigen Ausgang anzeigt. Ja, das haben wir eh schon mal gehabt. Hast du das schon Ja, das probiert, habe oder? ich habe es jetzt und das ist echt, wenn es da ist, das ist sehr hilfreich. Okay. Gerade in U-Bahn-Stationen, wo du sehr oft dann raten musst, geh links oder geh rechts raus. Immer links. Immer Es ist links. meistens ist dann das andere. Oder beim Raten immer das Gegenteil. Und das andere, das ist also eine kurze Zusammenfassung von 23 Alternativen zu Google. Okay. Sein ein paar dabei, die habe ich noch nicht gekannt. Nein. U.com habe ich nicht gekannt. Perplexity, Yep.com ja, habe ich. haben wir schon einmal geschaut. Das Perplexity kenne ich, funktioniert ja. sehr gut. YouCom, noch nie gehört. YepCom. Openverse ist eine copyright-freie Suchmaschine, wo man copyright-freien Content suchen kann. Ja, so ein Hipster-Blödsinn, ja. Yahoo? Ich habe es auch Suchmaschine nach wie vor. Yahoo? Ja, okay, gibt es das eine? Anscheinend. Ecosia, muss ich sogar sagen, sehe ich in letzter Zeit eine sehr häufige Nutzung mit Ecosia als Ursprung, bei unserem Podcast, auf meine Webseiten und auf diverse andere Webseiten, wo ich Matomo drauf habe. Also Ecosia sehe ich sogar sehr oft. AOL? Ja. Noch nie gehört. Ja, Ich die habe gibt's auch AOL noch. noch nie gehört. DuckDuckGo? Noch nie gehört. Kennt man. Kenne ich nicht. Startpage habe ich nicht gekannt. Startpage kenne ich wiederum. Aber nie genutzt. Swisscaus. Ja, die Schweizer immer mit ihrer anonymen Dienste. Gibiro? Brave, ja, Brave hat eine eigene Suchmaschine, das stimmt. Gibiro? Ja, Brave hat ja. Achso, ja, stimmt. Wikicom, kenne ich. X. X kann man mittlerweile da wahrscheinlich rausschmeißen. Naja, das sollte man einfach nicht mehr nutzen, den Shit. Slideshare. Ja, das ist. Wayback Machine, der ist cool, den habe ich schon oft verwendet. Wayback Machine, ja, da habe ich sogar schon einmal für eine Kundschaft eine komplette Website Ja, wiederherstellen können. genau. Kennt, okay. Ja. Das war nämlich dann, weil sonst wären alle Texte und das alles weg Ja. gewesen.
Also das Ding Oh, kann schau wirklich. mal, Techtelmechtel, wir haben ja viel früher angefangen. Da gibt es leider keine Einträge. Ja, da waren wir noch zu unbedeutend. Schau mal, 9. August 2020, das war ja mitten in Corona. In Schamlose Corona. Sommerpause, schau. Eine unserer besten Folgen. Gewiss. Ladet aber leider nicht so gut. Und immer noch der höchstwahrscheinlich beste Podcast aus Osttirol, ja. Ja. Okay. Ich meine, die Ergebnisse seien sehr unterschiedlich bei der Wayback Machine, aber kann ab und an praktisch sein. Okay, ja. Wolfram Alpha. Ja, Ja, gut, sehr das. speziell. LinkedIn. Ja. Das ist quasi das Social Media Portal für alle FDPler. Ja, und Baidu? Neos, als Neos-Ding kann man auch hingehen. Ja, ÖVPler sind auch ganz viele. Oh. Alles schon Ist geblockt. übrigens auch ein Alle Microsoft-Produkt. geblockt. Ja, ich weiß ja. Yandex? Yandex? Sind das nicht die Russen? Ah ja, stimmt. Yandex Russian. ist russisch, ja. Und Baidu ist chinesisch. Okay, das war's ja. So go. Nahwer. Und was jetzt auch neu ist, ChatGPT braucht jetzt keinen Account mehr, zumindest die Dreier, die klassische 3.5 Version. 3.5 Version, ja. Die 4er Das gibt es jetzt mittlerweile, glaube ich, als Free. Oder soll jetzt kommen, die 4er als Free mit Account, und dafür kriegen alle zahlenden ChatGPT-Kunden demnächst ein Update, was mir ein Vögelchen gezwitschert hat. Was kriegt man dann als zahlender Kunde? Ja, als zahlender Kunde bist du momentan gerade auf ChatGPT 4, gell? Als Genau, zahlender ja. Kunde gibt es dann die nächste Iteration der Entwicklung. Also Aha, okay. vier wert free für Alle mit alle mit Account? Account, 3.5 wert free für alle, Alle? und alle zahlenden Kunden kriegen ein ordentliches Update aufs nächste Level. Ja, wenn das der Trend sich fortsetzt, dann wird bei vielen Sachen drei wahrscheinlich die Hauptnutzung kriegen, weil das für gewisse Anwendungen sogar die bessere Antwort liefert als die teure Bezahlversion. Was nicht, keine Ahnung. Wirklich? Also ist teilweise erschreckend, aber ja, es ist die Bezahlversion hat natürlich Vorteile im Moment. Hm. Aber ich bin gespannt, weil dann muss man das da mal anschauen, weil dann könnte sogar sein, dass ich vielleicht sogar mein Abo da kündige, wenn die Vierer gratis ist. Außer die nächste Version, die 4.5 oder 5 Version, wäre nochmal eine richtige Schippe obendrauf. Ja. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob da ist. Gut, Der dann haben wir. Peak ist noch nicht erreicht bei den Entwicklungen. So wie es bei Smartphones am Anfang jedes Jahr Schlag auf Schlag gegangen ist, wird das jetzt die nächsten, bin ich mir sicher, noch 2, 3 Jahre bei die ganz neue AI-Sachen, also genau so ein Na, das Prozess wird. sein, dass ich es überschlag bei jedem nächsten Ich Release. glaube, das wird wahrscheinlich sogar länger gehen, wenn du jetzt denkst, das kommt jetzt eh später noch. Microsoft will ja jetzt jeden Laptop und jeden PC zum AI-Rechner Ja, machen oder das KI-Rechner. schon, aber mir geht es um die Funktionen, um die Talente, die Large Language muss sagen. Also da kommt sowieso noch, da hast schon recht, also da Also kommt jetzt das schon wird noch da wird einiges. es in den nächsten Jahren also nicht Evolution geben, sondern immer noch von Generation zu Generation eine ordentliche Das Evolution. wird, Das ich ja, schätze mal, richtig. es wird erst Anfang der 2020er langsam so, also Anfang, ja, Ende der 2020er langsam abflachen. So wie bei Ja, Smartphones, das. wo jetzt quasi ein Peak erreicht ist und es gibt immer nur noch kleine Schritte, wird das jetzt bei den ganzen AI, also LLM und MLLM-Anwendungen und bei den ganzen anderen Sachen. Da sind so viel L und M's drin, das ist. Ja, bei Apple ist es ja MLLM, Ja, was sie, MLLM. ja, ein Modular Large Language Model, weil sie ja gleich vorab mehrere unterschiedliche Modale trainieren.
Ja. Also sowohl Text als auch Grafik, als auch Sound, als auch Texterkennung, Sounderkennung, bla bla bla. Und ich glaube, das wird noch ein paar Jahre so gehen und dann glaube ich, wird sich's einpendeln. Ja, gut, okay. Dann noch kurz, Meta ist jetzt offiziell dabei, AR-Glasses zu releasen. Ich meine, das wird jetzt noch nicht so schnell passieren, aber sie seien dabei, was zu entwickeln. Und soll 2025 am Markt kommen. Warte mal. Und die richtigen AR Smart Glasses dann in 2027. Also man, diese Meta Corp, Ray-Ban und Meta kennt man ja jetzt schon. Und da soll aber die Geschichte ja noch weitergehen. Und das zweite ist die 10 Jahre von den Reality Labs, was da Meta quasi mit Virtual Reality und Augmented Reality so alles entwickelt hat in den letzten 10 Jahren. Zurück zu den Glasses, zu den AR-Glasses, Ja. das sind ja nachher auch ganz normal, so quasi ganz normale Brillen mit Projektionen und so ein Genau, Zeug, das ist so okay. der Punkt, dass halt dann die Ray-Ban als Beispiel halt wirklich dann mit AR-Funktionen hättest. Ja, okay. Wobei die ja, die kriegen ja nach wie vor diese jetzigen Meta Ray-Ban-Brille, kriegt ja nach wie vor immer nur Updates und du hast ja jetzt auch so einen Sprachassistent drauf. Ja. Okay. Ja. Das andere ist 10 Jahre der Tod von Du hast Oculus. 10 Jahre. Ich weiß nicht, ob es da. Ja, es war der Tod von Oculus. Muss aber wahrscheinlich sagen, dass Meta denen durchaus ganz gut getan hat. Finanziell sicher. Ich muss auch sagen, ich habe zuerst selber über Meta gelacht, was die da teilweise entwickelt haben mit Virtual Reality. Man muss aber sagen, sie haben da mittlerweile echt schon ganz ordentliche Sachen auch Na gemacht. eh. Also das, also diese Meta Quest, die neue für den Preis, ist das schon Preis-Leistung, ich glaube, ich habe mal jetzt letzte Mal geredet. Also preis-leistungstechnisch kriegst du wahrscheinlich im Moment kein besseres Mixed Reality Headset. Na, die haben generell viel gemacht. Also jetzt abgesehen von Oculus, von den Quests, Threads, alles, was so Meta in den letzten Jahren gemacht hat, die haben ein glückliches Händchen jetzt da ein bisschen gehabt. Also jetzt, vor 10 Jahren hätte ich noch gesagt, das ist eines der schlimmsten Unternehmen der Welt. Mittlerweile glaube ich, ist Meta ja fast eines der sympathischeren Unternehmen auf der Welt, der Tech-Unternehmen. Ja, die Matrix hat sich ein bisschen Es hat sich ein verschoben, bisschen aber man. verschoben, ja. Ja, ich meine, bei Threads haben sie natürlich das Glück gehabt, dass jemand ein X dahinter gemacht hat. Das hat natürlich Threads durchaus in die Hände Ja. gespielt. Aber nicht nur das, sondern Wobei. generell wie Facebook-Meta sein Ökosystem jetzt aufgebaut hat. Die wirken jetzt viel. Sie sind immer noch extreme Datensammler. Das ist deren Geschäftsmodell. Selbst bei Instagram, Threads, Facebook, WhatsApp. Ja, WhatsApp eh nicht, da gibt es keine Werbung. Aber wer hat auch genutzt für Werbung? Also zumindest halt noch Ja, connected to sagen wir andere so, Accounts. Aber. sagen wir mal, es gibt noch keine Nein, nein, Werbung. aber die Informationen, die sie über WhatsApp außerfinden, nicht umsonst muss die eh bei alle Meta. Dienste mit deiner Richtig, Handynummer registrieren. richtig. Also, Naja, das ist schon ja, klar, ja. aber es ist so, from zero to hero würde ich jetzt auch nicht sagen, aber sie sind ja zumindest, sie sind offener geworden, sie sind generell offener geworden, in der Kommunikation sind sie offener geworden und vielleicht auch ein bisschen weniger verkopft, so wie früher. Jetzt trauen sie sich auch ein paar Sachen zu machen und man sieht, sie haben halt auch Erfolg. So mit den Meta-Quest-Sachen sind gut.
Man kann über die komische Anbindung an Facebook streiten und diskutieren. Es ist scheinbar ja immer noch notwendig, na, Facebook-Account eh nicht mehr, einen Meta-Account musst du da machen und so weiter und so fort. Ja, okay, für Steam-Brille brauchst du auch einen Steam-Account. Also für die Valve Index brauchst du auch einen Steam-Account. Also, ja, okay, drüber kann man streiten, wie sinnvoll das halt Facebook. Mit Instagram, also Meta mit Instagram, Facebook, wirklich schon jetzt eh schon alle deine Daten hat, bevor du die überhaupt registrierst, ist ja wieder eine andere Sache. Ich meine, die unlogischste Verknüpfung finde ich eigentlich in Instagram-Account mit Threads. Ja. Das ist für mich eine sehr unlogische Verknüpfung, wobei ich sagen muss, Threads finde ich ziemlich gut. Kann ich nicht beurteilen, habe es für 2 Wochen genutzt, hat mich nicht abgeholt. Wobei Threads bei Instagram wahrscheinlich am besten aufgehoben ist, weil wo hat man die größte aktive Userbase bei Meta und das ist Instagram. Bei Richtig, ich Facebook verstehe da nicht, hast warum es nicht eigenständig ist. Das kapiere ich nicht, weil das Ding hat ja nichts mit Fotos zu tun. Ja, aber du kannst die Fotos direkt in Threads posten. Die werden dann auf Instagram auch noch live geshared. Keine Ahnung. Ich glaube, die Einstiegshürde zum Aufbau einer extrem großen Userbase ist einfacher, wenn du in der Instagram-App auf einmal den Knopf hast. Ah, und du kannst jetzt auch Threads aktivieren. Punkt. Das ist schon klar, Weil aber wenn bei jetzt zum über 1 Beispiel kein. Milliarde Instagram-Nutzern, du kannst da innerhalb kürzester Zeit, weil jeder will es einmal kurz probieren, hast du auf einmal eine Userbase, die ja, X, formerly known as X in den Schatten stellt. War gut. Ja, ich verstehe es halt trotzdem, aber wenn ich jetzt keinen Instagram-Account habe, denke ich mir, ja, warum brauche ich für das einen Instagram-Account? Aber bitte. Ich glaube, wenn du keinen Instagram-Account hast, wärst du auch keinen Threads-Account zulegen. Weiß ich nicht. Ich finde, das Ding hat sehr was von diesen frühen Twitter-Zeiten. Aber es hat jeder einen Instagram-Account. Um das geht's mal. Um das ist eben die Sache. Jeder hat einen Instagram-Account. Es hat nahezu jeder. Nahezu jeder, der früher Twitter genutzt hat. Ich rede jetzt nicht von Mastodon, sondern der früher Twitter genutzt hat, hat einen Instagram-Account. Ich meine, okay, das ist natürlich, es gibt auch die Geschichte, Threads öffnet sich ja hin zum Fediverse, also auch zu Das ist Mastodon. das Nächste. Warum Was? sie mir auf einmal sympathisch werden? Ja. Sie öffnen sich zu Fediverse. Jetzt kannst du quasi mit Mastodon quasi Threads irgendwie, also noch wird es lang nicht gehen, es wird nicht so schnell gehen, aber du kannst es möglicherweise in Zukunft zusammen nutzen. Es sind einfach nur noch zwei unterschiedliche Endpoints, aber das gleiche Universum. Du kannst Das ist jemanden super auf aus. Threads, dann bist du da Brad, Bit, Alex auf Threads. Mit AdThreads, ein Konnidier von Mastodon auf AdThreads was schicken, zum Beispiel. Ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass sie vielleicht mit Instagram einen ähnlichen Schritt wagen und das ans Fediverse anbinden. Weil mit PixelFed gibt's auch schon die Alternative dazu. Wobei sehr klein, extrem kleine Userbase, aber. Ja, also das ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt miteinander vergleichen kann von der Größe her, aber Nein, ja. ist ja extrem kleine User. Ja, aber Mastodon ist ja halt auch ein Nerd-Spielzeug, also. Im Großen und Ganzen Ja. ja. Also ich meine, Threads ist für mich das, also Threads hat für mich Twitter komplett ersetzt. Und Twitter-Account ist gelöscht und ja, den gibt es nicht mehr. Vielleicht zirkt bei mir Threads auch einfach nicht, weil ich einfach auch schon seit knapp 10 Jahren kein aktiver Twitter-Nutzer mehr war. Mir geht es gar nicht, ich bin ja auch kein aktiver Threads-Nutzer, mir geht es da mehr um Content schnell zu Okay, bekommen. ich war auch seit 10 Jahren lang kein passiver Twitter-Nutzer mehr. Also, Ah, okay, ich habe das. nicht einmal mehr dort was konsumiert. Also von dem her fällt mir diese Art der Informationsbeschaffung gar nicht.
Ja, weil selbst auf Twitter, wie irgendwas, wenn was ist, Twitter ist ja gar nicht mehr der Space, wo du die Information schnell bekommst. Nein, nein, gar nicht. Und vor allem, wenn, ich will ja nicht von Troll- und Bot-Accounts irgendein Quagel eingedruckt kriegen, der dann ungeprüft quasi in den Kosmos gespült wird. Ja, also ich kriege meine Informationen hauptsächlich von der Zeit, also zur Zeit, vom Wochenblick und vom Stürmer. Da Okay, das heißt, du bist auf X unterwegs. Also der Klassiker, ja. Klassiker. Na, also. Ja, okay. Interessant, wie es weitergeht. Gibt es eigentlich jetzt schon offizielle Zahlen, was so. Ich weiß, bei X hat man keine offiziellen Nutzerzahlen, weil 80% sind es mittlerweile sowieso nur noch Bots. Aber gibt's schon irgendeine offiziellen Zahlen der aktiven Nutzer auf Threads? Ich glaube, also was man sieht, ist Threads halt immer in die populärsten Gratis-Apps drinnen, wo Twitter schon lange nicht mehr drin ist. Und ich glaube, auch die Aktiver gehen auf Twitter schon sehr stark zurück. Ja, aber ja. Wie. Man, natürlich, jetzt kann man fragen, okay, wie stark das Druck geht, ist eine andere Geschichte. Oder anders gefragt, hat Threads Blue Sky geschadet? Wahrscheinlich, gell? Mit Sicherheit. Also Blue Sky haben sie sicher geschadet. Auf der App bin ich so gut wie gar nicht mehr. Na, ja, nicht. Ich habe einfach jetzt da drei Accounts einmal gemacht und das war's. As of April 2024, 5,3 Millionen registrierte User auf Blue Sky. Dann schauen wir, ob wir zu Meta Threads was finden. 5,3 ist. Ja. Okay. Okay. 5,3 habe ich gesagt, gell? Threads steht bei 130 Millionen Monthly Active Users. Mit Zahlen vom Februar 2024. Oh, das klingt ja ganz Okay, okay. das ist. Deswegen sage ich ja. Die Verknüpfung also die Verknüpfung mit Instagram hat für die natürlich schon auch vollen Sinn. Twitter hat mit September 2023 550 Millionen Active User gehabt, Monthly Active User. Dann sind wir mal gnädig und zählen 50% Bots ab, dann haben sie im September 225 Millionen User gehabt. Ja. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass die Zahl großartig gestiegen ist seitdem. Eher nicht. In den letzten 6 Monaten. Okay. X-Corp. Ja. gut, noch nächsten Thema jetzt weiter. Jawohl, ja. Habe ich nichts mehr. Canva hat Affinity gekauft. Und ja, man weiß nicht, ob das gut oder schlecht noch ist. Also Canva ist das Tool im Internet, wo man so, nennen wir es so im Browser, so Bildbearbeitung, Videobearbeitung und so Templates machen kann. Und Affinity war bisher so eine eigenständige Konkurrenz zu Photoshop, Illustrator und InDesign. Und Lightroom, ein Mit dem bisschen. Publisher und die sind jetzt von Canva halt übernommen worden. Was das jetzt bedeutet, weiß man nicht. Es ist einmal angekündigt worden, Affinity bleibt
wird kein Abo-Modell. Für Businesskunden haben sie übrigens schon also ein Monthly. Für Businesskunden gibt es bei Affinity sogar ein Monthly Model, also monatliche Zahlung. Aber passt schon. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass du dir einmal eine Richtig, Lizenz das ist ja kaufst wurscht. und dann kannst du das nutzen, solange du willst. Richtig, das ist ja wurscht. Wenn es Ja, optional ja. ist, dass sagst du, kannst ein Abo haben, ist es ja okay. Also bei Adobe hast du ja das, es ist ein Ja. Zwangsabo. Bei der Obi hast du keine andere Möglichkeit, ja. Genau, das ist der Punkt. Was das jetzt genau für Canva und Affinity bedeutet, weiß man halt noch nicht. Ja, also die Australier, Canva, haben jetzt die Briten Affinity gekauft. Genau. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir von dem One-Time-Purchase-Dings weggehen, weil Im Moment die einmal, Just, zu Beginn sicher nicht. na, weil dann ist es vielleicht eine Preisfrage, wenn sie sagen, das kostet 10 Dollar ist Monat oder 10 Euro ist Monat und du kriegst alle drei Tools, also Designer, Foto und Publisher, okay, dann ist die, sagen wir, die Hürde noch niedrig und der Preisunterschied zu die Adobe-Produkte, dem, wenn ihr dieses Creative Cloud Suite bla hast, ist groß. Wenn jetzt die Ich preislich könnte aber mal. sowas in die Richtung von 29 Euro pro Monat gehen, Dann wird dann es wird's schwer. schwer, weil dann wärst du da überlegen, okay, Adobe ist jetzt zwar nicht so flott. Also die Adobe-Sachen sind ja schnarchlangsam. Ich glaube, die Codebase von Photoshop und Illustrator, die ist definitiv noch aus den 90er Jahren. Das ist so arschlangsam, sogar auf High-Performance-CPUs. Aber als User wirst du schon denken, warum soll ich mich dann da mit drei Produkten zufrieden geben, wenn ich quasi das Original nutzen kann? Ja, schon klar. Also ich meine, Und das. ich hoffe, Canva denkt gleich, weil sonst werden sie wahrscheinlich einen Großteil der User relativ schnell wieder los sein. Ich glaub, die werden in Zukunft einfach doppelgleisig fahren. Also das Abo-Modell, was sie jetzt für Businesskunden bereits Ja, haben, ja. wird kommen, also wird bleiben. Das Abo-Modell für Privatkunden, also oder für kleinere Kunden, wird kommen und die locken sie dann mit zusätzlichen Ja, Features, AI. ich könnte mir aber vorstellen, dass in der Kaufversion durchaus die Option kommt, dass sie sagen, okay, für, sagen wir, 10 Euro im Monat kriegst du unseren KI-Assistent für die und die und die Genau. Aufgaben dazu. Weil Aber dass du zum, ja, weil. dass das Adaptive Fill halt, wie es bei Adobe heißt, dass das dann auch in Affinity drinnen ist und dass sie halt sagen, ja, okay, für diese AI-Features musst halt es Monat einfach zahlen. Genau, weil das ist nämlich jetzt der momentan das große Minus von die Affinity-Produkte. Adobe Richtig. hat extrem Gas geben in ihre Produkte, die ganzen generativen Filter und Funktionen einzubauen. Und die funktionieren wirklich hammermäßig gut. Es ist ein Adobe Firefly für die Bildgenerierung sehr, sehr gut. Ja, Du das ist kannst dir in Illustrator eine Vektormodelle zeichnen lassen einfach. Du sagst, du hättest gerne eine Blumenvase mit zwei Blumen drin und da ist noch eine Sonnenblume und auf der Blumenvase sind weiße Herzen. Ja, Und das das ist alles okay. zeichnet dir nach einem Vektorobjekt. Das ist alles okay. Da hat Adobe ja ganz coole Arbeit gemacht. Nur ich bin halt einfach, ich bin per se nicht der größte Freund dieses Abo-Modells von seinen. Na, absolut nicht. Weil Adobe auch so eine richtig, unter Anführungszeichen, kundenfeindliche Abo-Politik fährt, sobald du zwei Produkte brauchst, kannst du eigentlich die ganze Creative Cloud kaufen, weil das billiger ist. Und mir erzählt keiner, kein Mensch nutzt die komplette Creative Suite. Die ist komplett sinnlos zum Großteil. Ja, das ist sinnlos. Weil wer, da sind Tools drinnen,
wo du denkst, wer braucht denn den Es Schaß? sind, es sind schon ein paar komplett sinnlose Sachen auch dabei. Aber es kommt noch ganz auf deinen Use Case drauf an. Also, du, es gibt ein Tool drin für UX, UI Design. Du Das wirst gibt's, es das wollt ihr. brauchen, ich werde es auch nicht brauchen. Andere brauchen das. Ich meine, es ist so, die wollten ja Figma kaufen eigentlich, Adobe. Ja, ist abgelehnt worden, gell? Genau wegen Ding, weil das wäre das. Das ist, es gibt nur zwei Tools im Moment. Das ist Figma und das ist Adobe Ja. Experience. Wo ich sagen muss, also ich finde, ja, Adobe Experience habe ich jetzt keine Erfahrung. Figma ist praktisch. Ja. Und wird zwar weiter bleiben. Ja, hoffen wir es. Mein Adobe Experience schätze ich ziemlich gleich ein. Also da wird nicht viel um sein. Für denjenigen, der jetzt nicht weiß, oder diejenige, was man mit Adobe Experience macht, früher, wenn du für jemand eine Website gestaltet hast, war immer das Problem, das war einfach ein PDF. Und mit Adobe Experience oder Figma baust du halt ein komplettes Dummy-File zusammen, wo du eigentlich schon die komplette Website-Experience ziemlich Genau, nachbauen kannst. du kannst die Leute durchklicken lassen, du kannst Menüs und so weiter aufpoppen Du lassen. kannst Effekte einbauen, du kannst das alles machen, du kannst sogar direkt teilweise das übernehmen, dass der, was es programmiert, schon Code Genau, teilweise da hat. die ganzen Farbwerte von den Buttons und so weiter, die kannst du da alles rausnehmen und verwenden und exportieren. Das heißt, das erspart teilweise Arbeit. Und der Kunde oder der, was es bekommt, weiß einfach, ah, so Ja, und schaut es das dann sind aus. nicht nur Webseiten, sondern generell für Web-Anwendungen, aber auch für Apps und so weiter wird das in Ist allen genau, hergenommen. also Also das es ist das ist Gleiche. komplett das gleiche Prinzip, ja. Also du hast quasi einen Du Prototyp, hast ein wie du, wenn jetzt was in. Wenn du in 3D-Drucker was reinhaust, hast du auch einen Prototyp und da ist halt ein Prototyp von einer Software da Genau, oder ja, ein Tool genau. oder Ein irgendwas. benutzbarer Prototyp mit statischen Daten. So ist es. Richtig, genau, ja. 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 Das ist das. Ja, ich bin aber Dann noch. gespannt, wie das mit Affinity weitergeht. Also. Ich meine, das würde ich mir auch wünschen, also dass es sowas wie Adaptive Fill oder sowas, dass das noch kommen würde. Also da wäre ja, sage ich, für das bin ich noch, verstehe ich ja, warum man da eine monatliche Gebühr verlangt, das verstehe ich ja noch. Ja, dann kann man ja, keine Ahnung, man verkauft dann halt die ganzen AI-Features halt für zusätzlichen Obolus. Oder Ist okay. von mir ist es auch okay, wenn es noch Nutzung ist. Also wenn Genau, wirklich sagst, du hast ein gewisses Kontingent, du kaufst da so eine. wie das als Beispiel Midjourney hat oder damals gehabt hat, dass du so eine Art Credits kaufen kannst und die halt verwenden kannst. Das ist auch Genau. okay, aber ja, schauen wir mal. Gut, dann noch eine andere Sache. Es kommt der digitale Ausweis für Batterien in der Europäischen Union. Das heißt, Batterien müssen dann gekennzeichnet sein, woher die Materialien kommen, was da drinnen ist, wie die zusammengesetzt sein und dass das halt die Nachhaltigkeit erhöht. Also das sind alle sozial, ökologisch und ökonomisch relevanten Informationen über den Lebenszyklus einer Batterie drin. Das heißt, das soll auch dazu beitragen, dass das zweite Leben einer Batterie erleichtert wird. Und dass du quasi diesen ganzen Prozess oder diese ganze Wertschöpfungskette nachhaltiger gestalten kannst und da Ethikkriterien eingehalten werden. Ja, okay. Aber wenn es aber genauso sinnlos ist wie die Kennzeichnung für Lebensmittel mit A, B, C, D, E, Naja, dann das ist ja eher jetzt die für die Her das, der Hersteller ist verpflichtet, das zu machen. Das ach heißt, er so, muss der es. Hersteller muss es Ja, so richtig. quasi wie Hersteller bei chemischen Reinigungsmitteln und bei anderen Baustoffen und so weiter, das quasi das Sicherheitsdatenblatt mitgeben müssen über Richtig, die Stoffe, die drinnen genau. sind.
Mir ist es jetzt bei Batterien auch mitgeben, bla bla bla, woher kommt das und so weiter und so fort. Ah, Genau. okay. Zum Beispiel, wenn du jetzt, was weiß ich, du würdest jetzt Batterie aus einem Elektroauto ein zweites Leben wollen mit irgendeiner Anwendung, dann weißt du genau, aha, diese Seriennummer kann ich nachschauen, da weiß ich, das ist die und die Batterie, das ist mit der passiert übers Leben. Ah, okay. Okay, ja, das ist gut. Okay. Nochmal Dali. Ja, Dali. Ja, so. Ja, Dali hat jetzt eine Funktion, also erlaubt jetzt Bildbearbeitung. Das war in Dali eigentlich nie möglich, dass du sagen hast können, ich möchte gewisse Teile, mach mir das anders oder mach da ein Loch in den Mund oder mach da was anders hin. Ah, okay, weil InPainting hat Dali ja schon gehabt, also das hat ja schon Das funktioniert. hat es gehabt, aber Ja. so wirklich, dass du einen Teil auswählen kannst und Da, sagst, dass mach du mal das. sagst, okay, nein, er soll nicht lächeln, okay, ja. Ja. Zum Beispiel, man nimmt in Clemens oder mir und sagt, mach das, wo die Glatze ist, hau hin, bitte. Oder mach einfach, dass der Clemens nicht so ausschaut wie der Danny DeVito. Also gib Clemens die Elon Musk Haartransplantation digital. Ah, okay. Ja, das ist immer nicht wichtig. Es ist alle wurscht. Okay, also das heißt, du kannst quasi in einem Prompt schon sagen: Zack, 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 bitte mach's ein bisschen anders. Okay, ja, das ist cool. Muss ich. Genau, das ist dann. Glaube, wäre Zeit, das wieder mal zu nutzen, ja. Ich meine, ist halt, glaube ich, Gar nicht mehr so mittlerweile. günstig. Nein, es ist in der Premium-Version von ChatGPT drin. Okay. Weil ich hab's Ah, nämlich. okay. Gut. Fertig, jetzt darfst du dann deinen letzten Block Mein machen. letzten Block. Ja. Du hast Remote Debugging. Naja, ich hab keine Spaßpicks. Der Clemens hat nie Spaß-Picks. Na, die haben nie Spaß. Vor allem danach kämen die Gadget-Picks erst. Ja, jetzt kommen die Gadget-Picks. Na, du hast nur ein paar Dinge drin, News. Ah ja, ui. Warte mal, das da mit den zwei Kapitel da mal gleich zusammenfassen, dann mache ich jetzt keine eigene Kapitelmarke. So, Remote Debugging. Ah ja, ich habe noch ein News. Ja, genau. Also, man hat herausgefunden, warum die Voyager 1, das ist diese Raumsonde, die noch nie. Die so weit weg ist von uns wie noch nie eine von Menschen erzeugte technische Raumsonde. Installation zuvor. Genau, also die Voyager, die oder Ouija, wie sie bei uns Star Trek ist, immer genannt wird. Ouija. Die ist seit, du kennst Star Trek, den Film nicht, oder? Welchen? Na, den ersten. Star Trek, den Film. Star Trek, The Motion Den Picture. kenne ich, den kenne ich, ja, Ja, okay, den weil da kenne ich. kommt Ouija vor. Ja, den kenne ich. Okay. Jedenfalls. Muss aber dazu sagen, ich war nie so, also Ja. ich war nie so der große Re Star nein, Trek Fan. Aber red nicht weiter. nein, Re 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 ich war nein, nein, nein. es Nein, hat ja immer nein, das nein, Lager nein. gegeben, entweder du warst mehr Star Wars oder Star Trek. Es geht beides. Es geht beides in Na, Koexistenz. es geht beides, aber ich hab's Star Wars hat mir immer irgendwie besser gefallen. Außer jetzt mit den neuen Disney-Teilen, die Kannst du sind nicht nicht bauen. gut, aber es ist, glaube ich, das neue Star Trek ist auch nicht gut, oder? Okay, Clemens ist in Protest gegangen, weil jemand Star Trek kritisiert hat. Man hat mal kritisiert, aber ist halt so. Ich kann so nicht arbeiten. Sind die neuen Star Trek sind aber auch schlecht, oder? Die ganz die neuen. Gibt's so was Neues? Ja, das, wo der eine da gibt es ja die zwei neuen Star Trek-Filme, oder? Ja, ist, ja. Die sind jetzt auch Die schon ersten älter. zwei sind gut, der dritte war kacke. Von den neuen, also Von von den dem neuen Reboot, jetzt. ja. Der. Und es gibt ja noch irgendeine neue Serie Picard, So oder? ist die erste Staffel gut, die zweite ist Schrott, die dritte war gut.
Okay, keine Ahnung, Dann gibt es also. noch Star Trek Discovery, das war eine einzige Bullshit-Scheiße und da ist jetzt die fünfte und letzte Staffel rausgekommen. Das soll gut sein. Die werde ich mir nicht anschauen. Einfach. Na, weil ich mir es nicht anschaue, weil ich davor zu viel Lebenszeit verschwendet habe. Und es gibt noch das Star Trek New Worlds. Das, ja, da habe ich schon ein paar Folgen geschaut. Das ist ganz okay. Ja. Sie haben bei Star Trek ein bisschen verkackt, das mit dem Fanservice. Das, was bei Star Wars gut funktioniert hat, Fanservice, teilweise haben sie bei Star Trek verkackt. Okay, ich glaube es dann einfach, da kaufe ich zu wenig Einblick gerade Die in. einzige neuere Star Trek-Serie, die ich eigentlich uneingeschränkt empfehlen kann, ist Star Trek Lower Decks. Gut, die kenne ich nicht. Das Zeichentrickserie. Ah, okay. Könnte dir gefallen, ist nämlich ziemlich cool gemacht. Okay, werden wir mal auf den Ja. Schirm setzen. Opa. Jedenfalls, also, die Weltraumsonde Voyager, die ist so weit weg und hat aber seit ein paar Monaten einfach nur noch Kacke geschickt, weil, und jetzt ist man draufgekommen, dass 3% vom Speicher des Flight Data Subsystems beschädigt ist. Und deswegen kann der Computer jetzt nicht mehr richtig arbeiten. Und man muss jetzt bedenken, die Sonde ist jetzt über 45 Jahre unterwegs. Die hat immer noch Daten geschickt und man würde eigentlich schon gern weiterhin Daten von der erhalten. Und jetzt daher meine Wahl für den Titel Remote Debugging. Jetzt fangen es, das ist nämlich einmal richtiges Remote Debugging. Also die fangen jetzt an, da ein paar Optimierungen so zu bauen und die Software ein bisschen so umzuschreiben, damit die beschädigten 3% des Speichers quasi ausgelassen werden. Vielleicht muss man jetzt auf ein paar andere Daten verzichten, aber man will halt weiter mit der Sonde kommunizieren und man will weiter Daten von der Sonde bekommen. Remote Debugging deshalb, weil, und ich glaube, ich habe es mal irgendwo, ich habe es mir zuerst nochmal ausgerechnet, aber ein Signal zur Sonde braucht über 22 Stunden. Hui, das könnte lustig werden. Das heißt, jetzt, keine Ahnung, jetzt einmal so auf ein Terminal oder auf ein Command Line, auf Linux oder macOS, eine SSH-Verbindung aufbauen. Du gibst dein User ein, Dann war das klickst 22 Stunden. Enter, klickst Enter, schickst das 22 Stunden hin. Die Sonde sagt, okay, dein User gibt's. Warte ich wieder 22 Stunden auf die Antwort. Tippst dein Passwort ein. Klickst Enter. Ja. Und 44 Stunden später sagt er da, Passwort Passwort ist falsch. falsch. Ja, das ist einmal richtiges Weißt du, was noch viel Remote Debugging. witziger wäre, wenn sie es so gemacht haben, du musst auf Passwort vergessen klicken, dann kriegst du irgendwann hinter ein neues Passwort erstellen und dann kriegst du einen Zwei-Faktor-Code noch, damit du bestätigen musst. Das geht nämlich dann nicht. Genau, weil er läuft ja noch 5 Minuten, noch einer Ja, Minute oder 2 Minuten ab. das wäre super. Das heißt, das Passwort resetten kannst, kriegst du einen Code, den nie eingeben kannst. Ja, das ist fast wie die Authentifizierung bei der PayPal-App, ja. Da ist Ja. es teilweise auch so. Ich meine, ich hoffe nicht, dass das der Fall ist, weil das ist fast schon so, dass es real sein könnte. Ja, ich glaube aber nicht, dass sie da in die 70er-Jahre Multifaktor-Authentifizierung eingebaut haben. Ich glaube, die haben aber nicht wirklich eine Authentifizierung bei der Sonde, also. Ich glaube ja, ich hoffe es Ich nicht. hoffe es alle da. Es wäre nämlich zu gut. Ja, jedenfalls müssen sie jetzt Daten hinschicken. Also jetzt wird einmal groß überlegt. Man muss jetzt auch bedenken, das Teil ist über 45 Jahre unterwegs. Ich würde mal sagen, großartig dokumentiert wird nichts mehr sein. Irgendwo in irgendwelchen verstaubten Archive müssen sich da jetzt ein paar Leute ein bisschen durch die Spezifikationen der Hardware und Software wieder durchwälzen und einmal überlegen, wo fangen wir da jetzt an. Und dann schauen wir mal Puh, weiter. das stelle ich mir nicht vor. Das stelle ich mir sehr nicht vor. Gut. Ja,
Ich muss gerade lachen. Machen wir mal kurz eine Pause, dass ich mal Wasser holen kann, bitte. Ja, mach das. Passt. Bin gleich wieder da. So, dann tun wir da mal gleich das Kapitel streichen. Der Alexander. Ach so, fang ich wieder an. Ah, der Alexander hat so viel soll er anfangen. Ich glaube, der Alex fängt an. Das nennen wir mal. Da tun wir da die Kapitelmarke her. Eigentlich sollte ich nicht reden, weil nachher wird es automatisch ausgeschnitten. Aber ich will euch da ein bisschen unterhalten und bespaßen. So, DE Wikipedia.org. Zufälliger Artikel. Na. 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 Ich hätte gerne einen guten Artikel, der was mich auch interessiert. Gewinderohr. Sehr gut. Ein Gewinderohr ist ein Rohr mit aufgewalztem oder aufgeschnittenem Rohrgewinde. Elektroinstallation. Sogenanntes Stahlpanzerrohr dient als Elektroinstallationsrohr bzw. Kabelschutzrohr. Stahlpanzerrohre sind auch mit beidseitig aufgeschnittenem Gewinde als Gewinderohr erhältlich. Gas- und Wasserinstallation. Der Außendurchmesser der in Gas- und Wasserinstallationstechnik als Gewinderohr bezeichneten Rohre ergibt sich aus den traditionell zur Verbindung der von Rohren eingesetzten Whitworth-Rohrgewinden. Es lässt sich aber weder aus dem metrischen noch dem zölligen Maßsystem ableiten, da die Rohre ursprünglich nach ihren Innendurchmesser im Zollmaß definiert wurden. Das ist so nebenbei erwähnt, das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm, die Bemaßung von Rohren für Gas- und Wasserinstallation. Das ist, glaubt mir, das ist eine Katastrophe. Seit der ersten Übereinkunft über die Abmessungen der Rohre hat sich durch verbesserte Fertigungsmethoden die Wandstärke der Gewinderohre verringert, sodass inzwischen auch der Innendurchmesser nicht mehr dem Zollmaß entspricht, das zur Zollangabe der Rohre dient. Okay, du hast wieder einen Wikipedia-Artikel Ja. gefunden. Ja, unseren wärst du drin nie finden. Genau. Weil wir seien nicht relevant. Das ist korrekt. Man, was ja wirklich korrekt ist. Ja. Bitte, so, Fang du sollst du anfangen? an, weil du hast so viele. Ja, okay. Und zwar, es gibt die Möglichkeit, falls man das noch nicht gewusst hat, man kann sein Google-Account mit einer Selbstzerstörung einrichten. Als Beispiel, wenn man sich eine gewisse Zeit nicht mehr eingeloggt hat oder so irgendwas. Ja, das. Man kann aber auch theoretisch bestimmen, wer dann Zugang zu welchen Daten erhalten sollte. Das heißt so, man macht sein, nennen wir es virtuelles Testament. Virtueller Nach, ich glaube, die nennen es sogar virtueller Virtueller Nachlass, glaube Nachlass, ich. ja. Gell? Ich krieg da alle Also. 6 Monate kriege ich da mal eine E-Mail von Google mit der um Bestätigung, ob der oder. Ich habe das festgelegt, falls ich was zum Ändern habe, soll ich's, kann ich es machen. Genau. Ich habe das eingerichtet, so Genau, ja. also das heißt, das sollte man sich vielleicht überlegen, dass nicht ewig Google seine Daten oder deine Daten hat. Relativ kurzes Thema. Ich mache jetzt nur ein kurzes Thema oder ich mache jetzt einmal die kurzen Themen. Machen wir mal das USB-C-Netzteil. Und zwar, IKEA hat, glaube ich, was kostet das Ding? Glaube ich 6 oder 7 €. Hat ein 30 Watt USB-C-Netzteil rausgebracht. Was natürlich für den Preis relativ günstig ist.
Ja, ist Ah, es, ja. knapp 8 Euro ist zwar jetzt gleich, hat zwar einen Steckplatz. Es gibt aber als Dual-Variante mit zwei Steckplätzen, hat 45 Watt. Es ist allerdings nicht so klein wie die Anker-Modelle, also das muss man auch dazu sagen. Ja. Aber für 8 Euro kann man sagen, ja, das ist ganz ein guter Preis. Ja. Ich bin auf die ersten Tests mal gespannt. Mir kommt das was. Okay, bei den IKEA-Sachen sind so. Ich habe bei IKEA mal ein USB-C auf Lightning-Kabel zum Beispiel gekauft. Zwar und ein USB-C auf USB-C. Also ich muss schon sagen, so qualitativ Stecker und sowohl Stecker als auch eben die Ummantelung sind schon top. Da darf man wirklich nichts sagen. Also das preis-leistungsmäßig würde ich sagen, gut. Ich kaufe bei IKEA hin und wieder so Klassiker, was man bei IKEA halt so mitnimmt, so Batterien und solche Sachen. Ein Netzteil, 30 Watt Netzteil um 8 Euro, doch hätte ich ein bisschen Sorgen. Aber ja, gut, sie verkaufen es auf dem Naja, europäischen Markt, also sie müssen schon. wenn bedenkst, ich glaube, so von Anker die Kosten mit 30 Watt 20 Euro. Eben. Aber die sind halt nur mal, die sind halt fast noch, no, also ich weiß es nur, jemals von Anker ein 65 Watt Netzteil gekauft mit USB-C. Boah, ist das Ding klein. Ja. Also, und ich kenne als 20 oder 30 Watt Netzteil, das ist ja winzig. Also diese GAN-Technologie, die ist schon beeindruckend, was die gemacht hat. Ja. In Österreich sogar nur Gut, Norman. 6,99 Richtig, ja. momentan. Also Preis ist sehr günstig. So. Jetzt lasse ich dir ein Thema machen. Ja. Nuka. Das ist cool. Es gibt jetzt eine Möglichkeit. Warum war man ein großer Fan von Superman? Ich war nie ein großer Fan vom Superman. Warum sind junge Pubertierende ein großer Fan von Superman? Sollten es gar nicht sein. Weil Superman den Röntgenblick hat und Frauen nackt sehen kann. Oh mein Gott. Was kommt denn jetzt an? Jetzt gibt etwas, was ich eher so in die Kategorie Kunstprojekt schieben würde. Es gibt die Nuka Camera, ein AI-powered Natural Nudity Tool. Das ist eine Kamera, die ist komplett zum selber bauen. Es gibt Bauanleitung. Du kannst dir die Teile drucken. Du kannst dir entsprechende Elektronik kaufen. Sensoren, also Sensor, die Elektronik für die KI. Du kannst dir dann eine Kamera zusammenbauen, die dann da ist er laut. Hörst das nicht, gell? Na. Ja, ich weiß nicht, das spielt gerade dann Text. Ah, da. Genau, Nuka macht Fotos von Menschen. Und haut gleich einen Algorithmus drauf, um die Menschen auszuziehen. Das klingt nach einer Nuka, ja. Wie gesagt, es ist jetzt eher ein Kunstprojekt als eins, baut euch was, damit es Menschen nackt seht. Programm. Ja, es ist aber, es zeigt so, in welche Richtung das in etwa geht, ja. Das geht ja alles schon. Das geht mit Stable Diffusion, geht das ja alles schon. Genau, Du kannst das ja ja. schon machen. Also das ist jetzt keine Hexerei. Jetzt habst du es eben nur auf das Ding auf. In das Ding komprimiert, du baust da quasi der eigene 3D gedruckte Kamera, haust du die Elektronik ein, haust da Stable Diffusion eine. Das macht dann In-Painting und macht Menschen dann nackt. Ja.
Ja, es ist nett, ja. Ja, also ist ja Kunst, ja, es ist halt möglich. Das sollte sich auch jeder vor Augen führen, dass sowas eben möglich ist. Ja. Ja, das ist jetzt, das stimmt. Ich meine, es ist in dem Fall, Ei, es wird in Zukunft aber. es wird in Zukunft noch einfacher, es wird nachher mit Apps am Handy funktionieren. Wobei Ja, durch den klar. App Store werden so eine Apps wahrscheinlich eh nicht durchkommen. Google ist da auch vergleichsweise restriktiv. Aber es gibt ja alternative App Stores, wie wir mittlerweile wissen. Und Ja, auf ein Android-Gerät ist generell nicht das Problem, was von einer externen Quelle zu ja, installieren. und sozusagen, man muss sich immer bedenken, ein Foto von jemandem nehmen und den nackt zu machen, das geht, kann man seit Jahren in Photoshop oder in ähnlichen Grafiktools machen. Es war halt bis jetzt ungleich aufwendiger. Punkt. Ja, das, was da jetzt eher der Punkt ist, dass du halt jetzt damit ein Videocontent produzieren Genau. kannst mit so mit der Person. Also das ist ja Ja. das, was dann eigentlich das größere Problem Ja, darstellt. genau. Gut, ja, okay. Ich mache jetzt zwei Themen. Ich mache jetzt das Dell XPS und das Minis Forum Tablet. Und zwar, dass man mal ein paar Windows-Laptops auch wieder haben. Dell hat das neue 14 Zoll von seinem XPS vorgestellt. Schaut aus wie ein Dell XPS. Ist ein schöner Laptop, meiner Meinung nach, unter Windows. Hat nur einen Intel-Chip drinnen. Hat, glaube ich, eine 4050 drinnen als maximale Grafikkarte. Ist halt eher zum Arbeiten gedacht, der Laptop. Hat ein OLED-Display. Au, Und ja, ich sehe was? schon das große Übel. Dell hat immer noch erstens einmal fehlt die komplette Funktionsreihe, zweitens haben sie touch-sensitive Tasten. Ja, das ist was bei, also diese F-Tasten sein oder diese Funktionstasten sein leider beim Dell sein keine Tasten, das sein wirklich Touch. Das wird touchbar, kann man es Ja. nennen. Ich habe das schon vor 14 Jahren bei einem Dell Notebook, was ich gehabt habe, habe ich genau das gehabt und das war aus User Experience Sicht eine komplette Katastrophe. Das war einfach schlimm. Ja, sagen wir so, Apple hat sie mit der Touchbar auch versucht, das war ja ein Flop Genau, eher. Apple ist ja auch davon weggegangen, also. Ja, zu Recht. Ja, aber okay. Aber sonst, man, und das Ding wird halt da relativ schnell relativ teuer natürlich. Also, Aber so gesehen das ist es ist. a angenehm, unspannendes, trotzdem schönes Notebook. Ja, das, was ich dagegen dann spannender, ich meine, was ich noch spannender finde, ist von Minis Forum kommt jetzt ein Surface-Konkurrenz, also ein Tablet mit AMD-Prozessor. Und du kannst halt natürlich eine Tastatur so magnetisch anstecken. Also es ist das weltweit erste AMD-Tablet oder AMD-Windows-Tablet. Das hat ganz schön, ja, das sagen wir so. Also für ein Tablet ist es definitiv zu wahrscheinlich zu mächtig von der Leistung her. Aber ja, da geht schon was. Für Also ein du kannst Tablet hat sogar was cool. sogar eine recht interessante Anschlussvielfalt. Ja, du kannst sogar als Beispiel dein Nintendo Switch anhängen über Ja, Stock. ich sehe gerade, weil nicht nur über Stock. Was? Wie? Ja, mit was anderem, ja. Ist das ist Stock? Da ist es Stock, glaube ich, in dem Fall dabei, ja. Warte mal. Sind die I/O-Ports auf dem Dock oder auf der Tastatur? Nein, nein, die sind schon auf dem Dock oder auf dem Tablet. Nein, nein, aber sind wohl auf dem Tablet drauf. Weil das Tablet hat sogar einen DisplayPort-Eingang. Du kannst das Tablet als Monitor Richtig. verwenden.
Ja, richtig, ja. Das ist ziemlich cool. Also es heißt halt V-Link, Ja, ja, Display in, DisplayPort ja. in dem Fall, ja. Ja. Ja, hat sogar einen Fingerprint-Sensor drin auf der Seite und ein paar USB-4-Steckplätze. Und ein, ja, Klinkenstecker. Cool. Also ist für ein Tablet, ja, ich meine, ich weiß nicht, was es kostet. Ja. Das steht da nicht. Aber es ist cool, dass es jetzt sowas auch mit dann AMD-Prozessor gibt. Cool. Natürlich muss man sagen, das hat natürlich einen Lüfter drin. Also das wird sonst nicht gehen. Ja. Also das ist nicht so, dass das, wie man das von anderen Tablets kennt, dass das lüfterlos ist. Ja, es ist ja auch der 20 Watt APU Richtig. drin, also Ryzen 7 8840U. Ist das ein Custom wieder? Ryzen Ich 7 8840. vermute Naja, das einmal. schaut wieder ganz nach einer Custom. Ah, na, ist das schon. Na, ist ein Laptop-Prozessor, ja. Ein Refresh vom 7840, okay. Also ist komplett Standardware, also ist nicht einmal angepasst. Okay, ja. Okay. Interessant. Weil die Leistung nicht übel ist. Wow, ja. Na? Und ich schätze mal, es wird billiger sein als ein Surface mit Tastatur. Ja. Würde ich jetzt schätzen. Also Minis Forum kann ich mir nicht vorstellen, dass die gleichen Preise Nein, 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 aufruft. nein, 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 sicher nicht. Okay, cool. Wobei ich ja nicht sagen würde, ich würde nicht davon ausgehen, dass die das jetzt um 500 € verkaufen. Nein, 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 das nicht, aber Also das geht sich nicht aus, das wäre schon so aber um die ja. 1000 € oder sowas wird es wahrscheinlich kosten, oder? Ja, ich gehe Ja. davon aus. Also, mal so viel Konkurrenz gibt es da jetzt auch nicht, weil da gibt es halt nur das Surface wirklich. Ja, Asus hat sich ja auch was in die Ja. Richtung, aber sonst. Ja, aber so, die Konkurrenz ist da jetzt nicht so groß. Okay, ja. So, jetzt hast du was Spannendes. Ja, spannend in dem Sinn. Was tut man, wenn man einen AirPod hat und irgendwann funktioniert der Akku nicht mehr? Essen. Ja, kann man ja noch bedenkenlos, weil der Akku eh nicht mehr funktioniert. Na, bitte nicht einfach wegschmeißen. Ja, als Elektronikartikel mit verbauter Batterie bitte ins Altstoffsammelzentrum geben. Ja, natürlich, das ist klar. Genau, ja. Oh, Biomüll ist es Biomüll kein. ist es kein. Theoretisch könnte man den Akku tauschen, ist nur unnötig aufwendig bzw. unnötig teuer, wenn man das direkt über Apple oder über einen Reparaturservice macht. Glaube, du kannst gleich neue Kannst gleich kaufen. neue kaufen. Der Hersteller des Fairphone, und das Fairphone, das haben wir eher schon öfter besprochen, ist das Telefon, also das Smartphone, wo sich so viele Komponenten wie nur erdenkbar möglich einfach tauschen lassen. Und zwar tauschen im Sinne von aufschrauben, auseinanderklappen, auseinanderstecken, austauschen, zusammenbauen, weiter nutzen. Und die haben jetzt auch Fairbuds ausgebracht, also das sind In-Ear-Kopfhörer mit Wechselakku. Das heißt, man hat eine Ladeschale. In der Ladeschale ist ein Akku verbaut, so wie bei den ganzen Earbuds hier generell sind. Also du kannst ja deine kleinen Kopfhörer da in der Ladeschale laden. Dieser Akku lässt sich problemlos selbst tauschen. Das. Und die Kopfhörer selber, also die Earbuds selber, haben einen Mechanismus, um den verbauten Lithium-Ionen-Akku rauszunehmen und gegen einen neuen auszutauschen. Das ist ja cool Trotzdem soll gemacht. gleichzeitig so Wasserfestigkeit und so weiter garantiert werden. Das ist ja, ich schaue mir das gerade auf der Seite von Sein an, da haben sie eine Animation dazu.
wie diese Kopfhörer tatsächlich funktionieren, wie du die Sachen tauschen kannst, wo du denkst, es ist teilweise verblüffend, was man so konstruieren kann und wie viel sich Mühe Apple gibt, dass es nicht so ist. Weil das sind halt trotzdem, wo sind sie denn jetzt? Audio. Ah, Fairparts, da haben wir sie. Ah. Ja, weil da glaube ich, war ja sogar Fairphone ist ja dafür sogar kritisiert worden, weil die haben ja Fairbuds vorher gehabt, die quasi auch Wegwerfprodukte waren. Kann sein, ja. Also wir haben ja schon Ja. die Over-Ear-Kopfhörer schon einmal vorgestellt, wo man die Sachen Ja, genau, austauschen kann, ja. beziehungsweise die aus wiederverwerteten Kunststoffen aufbereitet und gebaut sind. Und da gehen sie jetzt eben im nächsten Schritt, sondern Kopfhörer, wo man die Komponenten, die über den Lebensraum abbauen, und das ist halt nun mal so. Also ich habe meine AirPods nimmer. Ich habe die einfach weiterverkauft als AirPods mit schwacher Akkukapazität. Ich habe trotzdem noch ein gutes Geld dafür gekriegt. Das ist überraschend gewesen. Oder auch nicht, weil es sind Apple-Produkte. Doch, ja. Da reicht's, dass jemand eine AirPods zum Posen hat. Die müssen nicht einmal funktionieren. Das ist ja eher ein bisschen Angeber-Hardware. Und die Fairbuds, da kann man nicht so was austauschen. Ich bin jetzt auch beim Überlegen. Also ich warte jetzt mal die ersten Tests ab, was so die Audioqualität angeht. Und dann bin ich mir echt beim Überlegen, mir solche zuzulegen. Weil 149 Euro finde ich jetzt nicht schlimm. Du kannst die Komponenten austauschen. Und wenn sie die Features wirklich bringen mit ANC und so weiter und so fort und die gleichzeitig gut klingen. Bin ich voll dabei? Ja, das fahr mal noch runter. Du weiter unten haben sie dann die coole Animation, wie es wirklich da, wie du alles tauschen kannst. Also finde ich super. Für mich persönlich, für mich scheiden die aus einem Grund aus, weil das sind ja diese richtigen In-Ear, die da richtig ins Ohr Genau, reinsteckst. das magst du nicht, gell? Das halte ich nicht aus. Wobei ich auch sagen muss, wo ich sehr, sehr großer Fan davon bin, ist der Over-Ear-Kopfhörer von denen. Also der scheint, der leuchtet mir irgendwie ziemlich ein. Ja, also Aber ja, finde ich super. Also das ist, ich finde, das Produkt schaut gut aus nebenbei ja, noch. Das ist jetzt nicht so, es ist ich. Style, also vom Ausschauen her okay, schaut es aus wie halt normale irgendwelche Earbuds Ja. und sie sind funktional, du kannst da alles aus. Sie sind praktisch und schick. Was will man mehr? Also ich finde, nein, vor allem ich finde jetzt gerade diese neuen Fairbuds, was du jetzt davor da gehabt hast, die schauen auch aus wie normale, ja, wie normale Ja, eben, In-Ear-Kopfhörer. die Mone. Ja, die schauen aus wie normale Ja. In-Ear-Kopfhörer. Und du kannst trotzdem die Komponenten tauschen, die irgendwann über kurz oder lang nach 2 Jahren vielleicht das 2 Jahre aktiv Genuss kaputt werden. Ja, ich meine, das ist natürlich so ein Produkt, ist halt sehr stark davon abhängig, wie oft nützest du es. Wenn du das natürlich jetzt jeden Tag mehrere Stunden nützt, ja, dann ist das definitiv nach ein paar, wahrscheinlich nach 2 Jahren Ja, durchgerockt. und sowas bei meinen AirPods, ja. Also die waren noch 2 Jahre einfach durch, ja. Also da kannst du natürlich überlegen, ob der Donny sagt, ja, wenn die gut sein, wenn das jetzt nur das Klangerlebnis liefert. Ja, eben, also ich bin gespannt drauf. Also werden wir das anschauen. Also was die Qualität vom Sound angeht und was auch die Mikrofonqualität angeht. Wobei auf die Mikrofonqualität, da habe ich keine großen Hoffnungen. Da haben bis jetzt alle, die ich einmal getestet habe, ziemlich abgekackt. Die sind einfach scheiße. Also vor allem für so Meetings, Teams-Meetings oder sowas. Das ist ja nicht einmal die Sony, die ich habe, die Sony Over-Ear, und die waren schon schweineteuer. Nicht einmal die haben das eingebaute Mikrofon, klingt scheiße.
Es ist nicht, es ist kein Vergleich zu so einem Bömmel, der mir da vor der Nase rumschwirrt. Ja, das ist, ich meine, das ist halt auch schwer. Ja. Weil, wenn muss ein externes Mikro haben, das ist okay dann wieder. Ja. Ich meine, was es gibt ja von Anker und von DJI diese externen Ansteckmikrofone, ja. Die sind okay, ich meine, die kosten auch nachher dementsprechend, die kosten wohl Geld. Aber ja, es ist schwer. Also, also das wirklich eingebautes Mikro ist mehr Ja, Notlösung. eben, das ist mehr eine Notlösung für ein Telefonat oder sowas, aber nicht für Konferenzen, wo man eigentlich vom Sound her gut klingen will. Und ich nutze eigentlich immer das eingebaute Mikrofon vom MacBook. Das ist nämlich, ja, das funktioniert einfach. Das ist Tonqualität Das wirklich ist gut. okay, ja. Also da würde ich sogar sagen, bevor auf das eingebaute Mikrofon in einen Kopfhörer setzt, ist sogar teilweise besser, wenn du eine externe Webcam hast. Du nimmst das externe Mikro von der Webcam. Ja, kommt auch aufs Webcam-Modell an, aber ja, stimmt schon auch, ja. Ja, das war's mit die Fairbuds. Dann hast du jetzt noch zwei. Das ist ein cool. Das ist cool. So, ich fange jetzt zuerst mit den unteren an, weil mit das über das obere können wir wahrscheinlich dann länger reden. Ich finde das untere aber auch ziemlich genial. Und zwar, da hat sich jemand etwas zusammengebaut, der hat einen Hybrid geschaffen aus klassischen Controller und Tastatur und Mausbedienung. Das heißt, er hat eine Trackball-Maus genommen, hat diesen Trackball auf der rechten Seite eingebaut und hat sonst noch ein paar Tasten modifiziert und hat sich damit dann den Hybrid-System geschaffen von Controller, das er auch getestet hat mehrfach und einfach draufgekommen ist, dass er in so Shooter-Spiele und sowas relativ schnell viel besser war als wie mit Controller. Und relativ nah zu Tastatur und Mausbedienung rankommen ist. Jetzt mache ich das mal kurz auf, damit ihr das überhaupt versteht. Okay. Also, es muss, man soll sich's im Video anschauen, aber ich finde es ziemlich genial, was der da zusammengebastelt hat. Hast einen Trackball als Steuerung. Ja, genau. Er hat, ich meine, er hat das zuerst als Ton zusammengebaut, dann eingescannt. Ja. Dann hat er das halt sozusagen immer ein bisschen noch modifiziert. Ja. Und so hat er das halt Schritt für Schritt sich dann zusammengebaut, das Modell. Also das heißt, du hast so irgendwas zwischen Maus und ja, Maus und Tastatur oder sagen wir halt Maus und Joypad. Okay, das ist echt ein abgefahrenes, weirdes Design. Bist du Es schaut aber am Wahnsinn? Schluss nicht einmal schlecht aus. Ja, na eh. Das müsst ihr euch das Video unbedingt anschauen. Das ist in die Box, was er da dazu getan hat. Ich glaube, er hat da noch eine Box dazu getan, die dann noch ein paar so advanced Sachen machen kann, also das noch ein bisschen optimieren kann. Ja. Da wird wahrscheinlich irgendein Algorithmus drin sein. Aber er hat es dann, glaube ich, ohne das getestet und mit und hat halt dann einfach einmal probiert, wie es ist. Und ist dann relativ schnell, ja, ist eigentlich besser damit als mit. Maus-Tastatur. Nein, das noch nicht, also aber besser als der Controller definitiv. Aber das kann schon sein, dass. Weil ich spiele jetzt auch hin und wieder. Also, ich spiele jetzt eigentlich alles. Ich nutze meinen PC wie eine Konsole. Ich sitze am Sofa und spiele mit Ja, Gamepad. genau. Und in die Shooter tue ich mir teilweise schon sehr schwer.
In die Shooter tust du auch schwer mit, weil da hast du halt auch meistens auch bei der PC-Version keine technische Unterstützung Ja, dabei. so Auto-Aim oder sowas fällt halt bei vielen Spielen einfach. Ja, das hast du halt auf der Konsole, oder das hast du halt meistens auf der Ja, Konsolenversion. ja. Also, das ist halt auch der Unterschied, Ist aber ja, das ist schon. ziemlich ein abgefahrenes Teil. Im Endeffekt verhaltet sich's wie eine Tastatur, ja. Es verhaltet sich wie Tastatur und Maus. Ja. Richtig. Aber es verhaltet sich wie Tastatur und Maus, wird aber gehalten wie ein Controller. Genau, ja. Okay. Weirdes Scheiße. Okay. Ja, gut. Ich hoffe, der produziert den Controller irgendwann einmal. Ja, testen müsste man das fast einmal, ja. Das ist nämlich ein Hammer, das finde ich Hammer, das Teil. Ja. Gut. Oh je. So, Clemens knickt schon ein. Okay, Clemens ist schon. Clemens ist schon streichweich. Clemens hat schon über 10 Kilometer heute in den Beinen. Ja, Clemens. Warum hast du 10 Kilometer in den Beinen? Ich war halt nach meinem Bürojob bin ich noch 12 einfach einmal Richtung Zettersfeld aufgegangen. Okay, Und dann das wieder ist runtergegangen. vor. Okay, gut, so, dann machen wir weiter. Also, Qualcomm hat ja jetzt quasi den Snapdragon X Elite vorgestellt. Es kämen da mittlerweile immer mehr Benchmarks und sowas raus. Also, es kämen jetzt immer mehr Daten zur Leistung raus. Und man muss sagen, so wie es ausschaut, hat Qualcomm da jetzt wirklich abgeliefert und Microsoft schwärmt ja mittlerweile auch vom Snapdragon Elite, natürlich, warum auch nicht. Und es schaut so aus, als ob jetzt Apple tatsächlich im ARM-Bereich da eine Konkurrenz bekommt. Ich meine, ich sage es noch ein bisschen mit Vorsicht, aber es geht in die Richtung. Weil man liest immer mehr drüber. Ja. Und vor allem, wo anscheinend Qualcomm im Moment einen Vorteil hat, ist bei KI-Anwendungen. Weil Apple hat noch kein, ist da noch ein bisschen hinten noch. Apple hat KI-Leistung, aber hat keine Anwendungen. Das stimmt allerdings, ja. Ja, und sie haben auch, glaube ich, das Modul am Chip ist auch nicht so leistungsfähig. Die Neural Processing Unit, boah, Ja, ja. also da soll anscheinend der neue Qualcomm mehr Ah, okay. liefern. Man ist jetzt alles noch ein bisschen, wart man noch, aber es schaut wirklich so aus, dass Microsoft da jetzt wirklich ein Pendant zu der Batterie oder auch zu Apple Notebooks zusammenbekommen. Okay, ich bin immer gespannt. Also es scheint da wirklich sich was getan zu haben, weil Microsoft ist ja mittlerweile schwärmt ja davon und sagt, ja, das ist, glaube ich, das sind unsere neuen KI-Computer. Meine Frage ist natürlich nur, es weiß noch keiner, was es dann kostet, so ein Laptop mit Qualcomm-Chip. Kannst du eh denken, in welche Preisklasse dass das gehen wird? Ja, ich meine, ich sage jetzt so, wenn es jetzt komplett gleich teuer wie ein MacBook ist, könnte es halt wieder schwierig werden. Es wird so in den Bereich von einem Air gehen bei die Einsteigergeräte und von einem Pro bei die Pro-Geräte. Ja, ich meine, sie werden wahrscheinlich ein bisschen billiger sein müssen als Apple, weil sonst wird es schwierig werden. Wenn du dir so die Aber Preise von die Surfaces anschaust. ja, das gehen ein, die, aber sind meistens dann doch ein bisschen billiger. Es ist ja doch ein bisschen langsamer. Es ist jetzt die Wobei halt bei Frage, Surface zahlst du halt auch Microsoft die Brand mit. ja. Aber bei. Und Qualcomm muss ja dann doch in mehrere Anbieter funktionieren. Ja.
Aber vorrangig wird Microsoft jetzt einfach die Chips kaufen und verbauen. Natürlich, Microsoft hat Interesse daran. Ja. Weil das ist natürlich für Surface sein die prädestiniert. Ja. Ja, und das Surface zum Beispiel, ich schaue da gerade, das Surface 9 Pro hat natürlich ein bisschen eine seltsame Preisstruktur auch, weil du kaufst es ja mal zuerst ohne Tastatur. Ja, genau. Weil jetzt fangst du zum Beispiel an, der günstigste wäre da jetzt 999. Dann muss ich noch ein Upgrade machen, dass ich quasi 16 GB RAM habe. Okay. Dann, ja, da nehmen wir mal nichts, da brauchen wir nichts. Ein bisschen auf 1.100 € wahrscheinlich, oder? Ja, vor allem, das ist jetzt nur rabattiert, ist es ja auch noch. Das wird jetzt normal schon 1.639 kosten, Ja. was ich da jetzt habe. Okay, und jetzt dann mit Tastatur. Ja, die kostet dann. Ja, dann kostet die das jetzt rabattiert 1.438 und sonst 1.788. Ist halt eine der kleinsten Versionen. Mein klar, ich verstehe schon, du zahlst natürlich das Gimmick auch, dass du ein Tablet und ein Laptop hast. Muss man ja bezahlen. Wie viel Euro kommst du auf 1.500? Ja, jetzt war er auf Ja, okay, mit einem 1.438. iPad kannst du das nicht vergleichen, weil das ist noch wirklich ein vollwertiges Notebook und kein Gut, ein iPad ist, ja, Medienkonsumgerät. Ja. ist ein Medium-Konsumgerät und das ist halt wirklich, das kannst du als Laptop Ja. nehmen, also das ist okay. Okay, cool. Ja, ich bin auch mal gespannt, in welche Richtung das es da geht. Und ob noch an die Leistungsdaten, die draußen im Felde. Natürlich, das sind immer die Geschichten, es muss natürlich auch ankommen. Gut. 2 Stunden 36. Hey, Alex, wir müssen aufhören, 3-Stunden-Sendungen zu machen. Na, das ist unser Ding. Will schlafen. Ah, du hast keinen Ja, Spaß, ich habe Pick, keinen stimmt. Spaß. Und zwar schräges Spielkonzept, Screenbound, wo du gleichzeitig 3D und 2D das gleiche Level spielen musst. Du hast ein Gameboy in der Hand, rennst einerseits in einer dreidimensionalen Welt und dann musst du das gleiche Level aber auch nur am Gameboy spielen. Okay. Du hast im Spiel ein Gameboy an der Hand. Genau. Du musst im Spiel. Du musst auf beide Screens aufpassen. Es passiert auf beide dann teilweise ein bisschen was anderes, weil du siehst, du wirst es gleich sehen. Ja, stimmt. Das ist tatsächlich einmal ein Spiel, was mir sogar grafisch gefällt, weil es nicht so grausliche Pixelgrafik hat. Das ist sehr cool. Wo gibt's das? Auf Steam wahrscheinlich. Okay, also. Oh mein Gott, ich glaube, das wird voll schwer, oder? Ich meine, du wärst am Anfang sicher irgendwie Ja, so ein Brain Lag haben. definitiv. Okay, ja. Aber es ist wirklich interessant. Also das Das Konzept Konzept ist ist cool. hammermäßig gut. Warum fällt mir sowas nie ein? Okay. Und du musst echt überlegen, wo du hinschaust. Das ist das Schlimme. Du musst überlegen. Schaust du jetzt auf deinen komischen Ja. Gameboy oder auf die Spielwelt im Ich meine, Hintergrund? es gibt dann schon Indizien dafür, natürlich, weil du siehst ja jetzt zum Beispiel, ah, da drüben ist irgendein Tier oder Ja, ja, irgendein ja, ja, ja. Viech, wo ich Ja. aufpassen muss, aber natürlich, du musst auf beide Du musst Screens auf beide schauen. Screens schauen, ja? Okay. Screenbound. So, schauen wir, was das auf Steam kostet. Man, ich weiß jetzt nicht, ob es schon heraus ist, aber ja.
Nein, to be announced, ist aber schon auf meiner Wishlist. Sehr gut. Cool. Sehr, sehr geiles Spielprinzip. Sowas gefällt mir. Schön. Ist mitunter auch ein Grund, warum viele zu keine AAA-Titel mehr greifen. Ja. Weil das wärst du von Ubisoft nie sehen, so ein Ding. So, hupfer zum nächsten Thema. Was für Computerzeitschrift, Spielezeitschrift hast du in deinen Jugendjahren gelesen? Weil GameStar. du warst schon einer von den GameStar-Typen. Ja, ich war einer von, nennen wir es liebevoll, Raumschiff GameStar. Oh Gott, das war so übel. Das war so Ja, sch. wir, oh Gott, wir werden alle Oh Gott, sterben, das war so übel. Ja, ja. Raumschiff GameStar, ja. Ja. Das war wirklich übel, das stimmt, ja. Ja, ich bin immer PC-Joker-Fan gewesen. PC Joker, B okay. -B PC-Joker. Also. Für jetzt für die jungen Leute unter uns, also nicht für uns beide alte Dodeln. Früher war das ja nur so, wenn du teilweise für ein Spiel einen Patch haben wolltest, hast du so ein Heft mit CD kaufen Früher müssen. waren Disketten drin. Ja, nee, gut, das Und ist, du bist ja, oh mein das. Gott, du bist ja noch schlimmer als ich. Aber früher war das oft so, du hast für ein Spiel, keine Ahnung, einen Patch gebraucht. Da hast du wirklich auf das neue Magazin warten müssen, wo diese CD Ja, drin war. und nicht nur das. Wenn du früher einen Test zu einem Spiel haben wolltest oder wissen wolltest, was für Spiele außerkommen sind, hast du dir Hast eine du das kaufen Zeitschrift müssen? gekauft, weil Internet war damals noch nicht so weit verbreitet. Und das ist etwas, was es heutzutage nicht mehr gibt. Früher hat es Demo-Versionen von einem Spiel zu geben. Das heißt, du hast vor ein oder zwei Level spielen können, um ein Spiel zu testen, um zu schauen, ob es dir dann auch wirklich gefällt. Ja, und da möchte ich ja nach wie vor, da muss ich sagen, nach wie vor die beste Plattform, weil auf Steam kannst du ein Spiel, selbst dann, wenn es dir einfach nicht gefällt, noch, ich weiß zwar nicht, wie lange du spielen kannst, aber du kannst es einmal 24 Stunden, definitiv, glaube was, wie viel? ich. Ich glaube, noch 24 Stunden, maximal 2 Stunden Spielzeit oder sowas, Genau, glaube. und das muss ich sagen, ist eine durchaus faire Bedingung, weil wenn mir ein Spiel wirklich nicht gefällt, kann ich es hintergeben. Ich weiß aber nicht, ob man das nicht überstrapazieren darf bei Steam. Nein, ich meine, natürlich, du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, okay, ich kaufe jetzt 5 Spiele und gib die 5 hinter. Irgendwann werden sie mal sagen, na, okay, Ja. jetzt langsam mal. Nur mal das bei einem Spiel machst, wo du nicht sicher bist und das ist vielleicht, was weiß ich, im Quartal einmal, weiß ich jetzt nicht, ich gehe davon aus, wird es wahrscheinlich ziemlich egal sein. Genau. Jedenfalls bin ich auf das PC-Joker-Archiv, über das PC-Joker-Archiv gestolpert und jetzt würde ich es gerne aufmachen, das PDF-Dokument, aber das ladet leider recht lang. Oh Mann. Ich hätte das vorbereiten sollen vorher. Jedenfalls gibt es ein Archiv im Archive, also archive.org, kann man sich alle PC-Joker-Magazine von 1991 bis zur letzten PC-Joker-Ausgabe 2001 1. Ich weiß jetzt gar nicht, 2001, war 2001 die letzte? Das weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls kann man sich da alle Aus oder diese Ausgaben der Magazine, ah, jetzt ladet es, abrufen und durchlesen, ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Ja, das lautet leider sehr langsam. Ist Ja, aber, gut. warum haben die eigentlich dann aufgehört? Weil GameStar macht ja trotzdem weiter oder hat ja weiter Ja, gemacht. es sind in der Zeit ja relativ viele weggestorben und Okay. da war es klassisch, die waren einfach insolvent. Also Ausgaben haben die Einnahmen überschritten. Okay, na, weil so GameStar, GamePro gehört ja zu GameStar Games, Game, dazu Game, und die gibt's ja. GameStar waren halt immer, waren auch damals schon die Großen. Und Ja, Rie, das war das PC Größte. Joker war halt das ein kleines alternatives Blattel. Und irgendwann, ja, haben sie sich halt nicht mehr, hat sich halt für sie nicht mehr ausgezahlt. Genau, weil PC Games gibt es ja auch Die noch. gibt's auch noch, ja.
Obwohl die, ich weiß gar nicht, haben die, weil GameStar ist ja hauptsächlich mittlerweile, ich meine, die haben das Magazin schon auch, aber ist halt YouTube und da ist halt alles dabei. Also die haben ja mittlerweile mehr als das reine Magazin. Da, jetzt habe ich es auch gemacht. Also, die Ausgabe vom 4. April, also von April 99. Als Vollversion dabei war Stratosphere, das war ziemlich ein cooles Spiel, das hat mir damals auch gefallen. Und spielbare Demos von Alpha Centauri, Klingon Academy, Lynx LS 99, ich glaube, das ist ein Golfspiel, Quest for Glory 5, Giants, Toka, Drivers, Check und Demo von Quake 3. Voll cool war das damals. Ah, Pentium 3 in der Hardware-Ecke wird besprochen. Der Pentium 3. Der Pentium 3, ja, das Star war. Wars versus Star Trek gibt es einen Artikel. Wo wir wieder beim Thema wären. Ja. Stratosphere, das war echt ein cooles Spiel. Das hat mir voll gut gefallen damals. Das habe ich echt gern gespielt. Das waren so fliegende Inseln, die man mit Kanonen und so weiter hat ausrüsten können. Und dann hat man gegen andere fliegende Inseln gekämpft. Die Völker als Werbung drinnen, was hat es denn gegeben? Ach, das war die gute alte Zeit. Formula 1 World Grand Prix. Ach so, okay, das war die Nintendo 64, der Nintendo 64 Port für den PC. Tja, Mech Warrior, ja, da, andere Zeiten gewesen damals. Ja, also wer ein bisschen in den 90ern, in den Games der 90er Versumpfen will. schwelgen will, kann sich da mal ein bisschen durchlesen. Ich finde es lustig, weil ich kenne die ganzen Ausgaben, also nicht alle. Irgendwann habe ich auch aufgehört, das zu lesen. Vielleicht haben auch zu viele aufgehört, das zu lesen. Und damit sind sie halt insolvent gegangen. Das kann leider passieren. Ja. So. Gut, dann gehen wir ins Finale, oder? Wird auch Zeit, ja. So, das ist kurz. Schaut jetzt immer besser aus, dass wir in Zukunft einen Influenza- und Coronavirus-kombinierten Impfstoff haben. Das heißt, gleich mal eine Impfung. Einmal im Jahr dann. Okay. Was praktisch wäre, also gerade speziell für ältere Leute, glaube ich, ist der gemacht. Also, wir sind langsam in der Zielgruppe. Ja, ich werde 40 heuer, also ja. Da Ich bist du kann schon mich dabei. schon als Mann, ich kann mich schon Mann mittleren Alters nennen. Gut, das hast du mit 20 schon können, aber Na, wieso? ach, das passt schon. Du hast da immer hingepasst. Ich bin nicht im Kopf alt geblieben, so wie du. Ich fühl mich eigentlich jetzt im Kopf noch wie ein 20-Jähriger. Ich bin nur körperlich so kaputt wie ein 60-Jähriger. Und deswegen bin ich 40. Das geht mir Also. gleich. Das geht mir gleich. Ich fühle mich wie 17. Also so geistig, aber körperlich wie 85. Ah, okay, ja, gut. Das 17 kann ich nicht unterschreiben. Ja, gut, okay, Okay. 17,5. Dann etwas, das geht jetzt auch schnell, Serienempfehlung. Habe ich schon ewig auf meiner Liste drauf gehabt. Das ist The Bear. Ganz Ja. kurz, ohne jetzt, was weiß ich, irgendwas zu spoilern, geht darum, ein Koch kommt wieder hinter in das Restaurant seines Bruders, der Selbstmord begangen hat, und übernimmt die heruntergekommene Bruchbude, hat selber aber auch psychische Probleme aufgrund seiner Familie. Und mehr sage ich dazu jetzt gar nicht. Und der will halt das Restaurant umgestalten und wiedereröffnen oder halt aus quasi vor der Insolvenz retten. Und ich finde die Serie super gut gemacht. Ich finde die Charaktere gut. Ich finde auch den Kamerastil und den ganzen Schnitt, das ist alles super genial. Ich habe von der Serie auch nur Gutes gehört, ja. Ich hab die, glaube ich, seit 1 oder 2 Jahren auf meiner Liste. Wahrscheinlich 2 Jahre, weil ich habe beide Staffeln dann durchgeschaut. Also ich habe dann beide sofort fertig geschaut, wie die erste angefangen habe.
Du hast gebinged, wie die jungen Menschen das nennen. Bin auf der Couch komplett verfault, wie man es nennt, oder faulen auf der Couch. Verfaulter Alex, okay. Ja, ist richtig gut. Okay, gut, danke für den Tipp. Ja, Ist wenigstens auch ein bisschen Humor dabei? es ist Humor dabei, ja. Okay, passt, das Also ist super. es geht so fast in die Richtung ein bisschen von Scrubs leid echt anders. Okay, gut. Es ist halt, ich meine, und Kamera und das ganze Schnitt ist super gut gemacht. Okay, ja, nein, nein, mir ist wichtig einfach, es muss einfach, ich brauche nicht, ich muss nicht die ganze Zeit Schenkel klopfen, aber ich weiß nicht, Na. ich brauch irgendwie Serien, wo einfach zumindest ein bisschen a ironischer Humor oder schwarzer Wie Humor sagt man drinnen das? ist. Wie heißt das, wenn man Tragödie und Komödie gemischt hat als Genre? Tragikomödie. Tragikomödie, danke, so nennt man das unter Okay. Profis. Ja. Es ist so alles ein bisschen drin. Es ist wie das echte Leben. Okay, sehr gut. Nein, das gefällt mir. Das ist gut. Ist gut gemacht, also macht Spaß. Jetzt noch was Kurzes, was auch eher Indie-Game ist und was ich auf GameStar entdeckt habe. Ist sowas, was in die Richtung von Stronghold und schönem Burgenbau geht, wo man auch ein bisschen mehr nachdenken muss, Ja. weil man nicht einfach man muss die Burg wirklich selber bauen, Ziegel für Ziegel oder halt ziehen und da einen Unterbau machen und muss sich halt überlegen, wie man seine Burg gegen so Fabelwesen verteidigt. Wie heißt das Spiel? Kataklysmo? Das ha Kataklysmo. Ah, okay. Weil das Einzige, was ich schade finde, was mir sonst gut gefällt, ist halt, dass es nicht so wie Stronghold ist, dass sie klassisch auch normale andere Burgherren belagern, angreifen und sonst was kann. Weil sonst finde ich, es hat da eine coole Grafik irgendwie. Ich habe Stronghold nie gespielt. Die Grafik ist nett, ja. Es ist Cell Shading, Low Poly. Du hast Stronghold gar nicht Na. gespielt. Na, war nie meins, na. Das Spiel habe ich echt. Das war richtig cool. Ja, Strategiespiele sind generell nie so meins gewesen, außer die komplett so über sowas wie Railroad Tycoon, Rollercoaster Tycoon, solche Sachen. So Wow, eher okay. so Wirtschafts. Rollercoaster Tycoon ist ein Klassiker. Ja. Theme Hospital zum Beispiel. Theme Hospital ist auch super. Aber so generell so Strategiespiele, also ich war jetzt nie so der Age of Empires, Rise of Nations, Siedler-Nerd oder irgend sowas in die Richtung. Also Siedler finde ich auch super. Ich so meine, Anno ist auch super. war super. Oder ist super. Anno? Nein, das Neue ist genialst. Ah, okay. Na, also das war nie so meins. Vielleicht ist es einfach, ist bei den Spielen einfach so, da passiert, wenn es blöd geht, so viel zu gleicher Zeit überall. Und das stresst mich noch zu sehr. So, rechts unten auf der Karte wärst du angegriffen, links oben brennt die Schule und die Kinder laufen aus und brennen. Da in der Mitte kann der Tischler kein Holz mehr machen, weil im Wald, weil da. Weil der Wald brennt. Na, weil der Holzfäller wegen Lebensmittelmangel verhungert ist. Und warum ist er verhungert? Ja, weil meine Felder brennen. Keine Ahnung. Ja. Und natürlich hat der Holzfäller dann, weil er so hungrig war, giftige Beeren gefressen und verendet Ja, elendig. bei den Spielen ist mal so viel, passiert so viel gleichzeitig, das macht mir voll. Da wäre ich voll gestresst. Außer, und es gibt ein Spiel, das habe ich gespielt, und wie hat das geheißen? Ah, in meiner Steam-Bibliothek habe ich es drinnen. Das ist quasi, ist wirklich so ein Aufbaustrategiespiel gewesen. Das ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Das hat 10 oder 15 Euro gekostet. Da landen wirklich ein paar Siedler auf einer einsamen Insel und du fängst dann an. Da tust du einen Holzfäller hin, da tust du ein Häusl bauen, da tust du das, Wie da tust du das, heißt denn das? da tust du das. Das Sache war, das war bockschwer. Ich habe nie meine Bevölkerung über 2 oder 3 Winter darüber gebracht. Da gibt es keine Feinde, die angreifen oder Ah, warte irgendwas. mal. Das. Aber eigentlich dann
müsstest das Neue auch noch einmal probieren. Ich weiß nicht, kann ich das mit Gamepad bedienen? Anno. Ich habe gerade gesagt, Mit Gamepad bedienen, leider ob du ich es habe gesagt, willst. ich benutze mein PC wie eine Konsole. man können durch alles, es gibt es für die PlayStation auch noch, also sie werden sich dabei was überlegt haben, aber ob das Spaß macht. Na, wahrscheinlich eh nicht. Nein, nein. Jetzt schau ich gerade, wie es geheißen hat. Vielleicht findest du bei mir irgendwo in meiner Steam-Liste, wenn mir dir einfach die Namen oft nicht einfallen. Ja, das ist, weil wir schon alt sein, das ist normal. Ja. Aber das war halt wirklich, wirklich, wirklich schwer. Aber das hat mich wirklich mal ein paar Tage gefesselt, sagen wir so. Nein, ich finde es jetzt leider auf die Schnelle nicht. Vielleicht fällt es unseren Hörenden ein. Wenn es findest, schick's mir einfach Ja. einmal, weil ich bin interessiert und so Ja, Strategiespiele oder sowas, das ich ist glaube, immer schön. das habe ich sogar auf dem Mac gespielt. Ich glaube, das ist sogar auf dem Mac Das gelaufen. ist, noch, das ist mir dann noch viel lieber. Okay, dann hast du eh noch ein Thema, glaube ich, oder? Nein, das war's. Ja, das ist aber ein Lesepick, also das empfehle ich nur zum Lesen, wie Japan seine Chip-Industrie wieder hochziehen will und was sie alles dafür unternehmen, um das quasi Okay, ein aber Revival haben zu die gerade erleben. irgendwie ein Problem mit ihrer Ist Chipindustrie? Das war mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Na, sie wählen halt, natürlich, es ist kein TSMC. Ja, okay, das stimmt. Also TSMC probiert, hat da drüben mittlerweile Werke. Ich glaube, es geht da eher mehr geopolitisch auch, dass man da China ein bisschen ausbremsen will generell. Ja, okay, ja, gut. Verstehe. Und das, es werden da auch die Probleme angesprochen drin, was es natürlich gibt, weil Fachkräftemangel natürlich auch und so weiter. Also das wäre ja ungefähr das Gleiche, wenn man sagt, man will in Europa jetzt eine Chip-Produktion hochziehen. Da gibt es halt Infineon und sonst gibt es da halt nicht viel. Es gibt aber die Pläne, in Europa Chip-Produktion Ja, hochzuziehen. aber da würde man wahrscheinlich genau die gleichen Da gibt es ja wohl Problemfälle. die EU-Chip-Billiarde oder sowas. Das Ja, hat sich sogar sehr. mit Geld allein löse ich halt das Problem auch nicht. Ja, du kannst mit Geld allein keine Probleme erschlagen, das ist klar. Und ja, deshalb, ich meine, klar kannst du es verbessern. Ich meine, es ist wahrscheinlich, da hat sich EU oder da nennen wir es jetzt der Westen wahrscheinlich eh viel zu lang rein drauf konzentriert, das auswärts zu produzieren. Man, es ist schon okay, dass man miteinander sozusagen, dass man zusammenarbeitet, leider halt, wenn komplett abhängig bist, ist halt auch nicht super. Ja. So, ich finde leider das Spiel nicht. Ist kein Problem, dann schickst du es mir einfach irgendwann, wenn du es gefunden hast. Banished. Ah, banished. Banished. Das glaube ich. Das glaube ich habe ich sogar. Banished. Warte mal, lass mir mal schauen. Banished. Das ist ja Indie-Game, ah, Ja, gell? ist Ja. Indie, ist Kleinstproduktion. Aus dem Jahr 2014. Oh Gott. Bin ich alt. Okay, dann wird es vielleicht doch nicht mehr für den Mac gehen. Nein, es geht eher für Windows. Okay. Ah, das habe ich, nein, das hab ich nicht mehr auf meiner Wishlist. Okay, gut, da mal wieder drauf, danke. Das ist cool. Gut, und dann machen wir noch das, dass wir das einmal gemacht haben. Und zwar, wenn uns irgendwann jemand rein hypothetisch irgendwie in irgendeiner Form Danke sagen möchte oder einen Kaffee ausgeben, Schick mir ihr mal den kennt Link, das jetzt. bitte. Ja, er ist drin im Dokument jetzt. Ah, okay. Kofi machen. Kofi ist so etwas wie Patreon, like, ihr müsst keinen Account machen.
Und ihr müsst kein Abo abschließen. Ihr kennt uns einfach auch theoretisch, glaube ich, dass jetzt kein Blödsinn redet, mindestens 1 Euro schicken. Ihr müsst es aber nicht. Ihr könnt es. Genau. Na, wir wollen doch jetzt nicht um Wir Geld betteln. Wir sind beide. Bitte. Bitte gib's Wir uns Geld. sind beide sehr reich. Wie ihr das letzte Mal gehört habt, so wir haben mehrere hundert Quadratmeter großen Ich Garten genau. Und und vor ein allem, Vorhaus. genau, vor allem, und wir machen wirklich Kunst wegen des Ja, Applauses. uns geht's. Apropos Also, wir hören zwar. Applaus, wir hören nämlich nie was. Ja, also bitte klatscht einfach trotzdem, wenn es fertig ist. Also lieber wie Geld habe ich eigentlich mehr oder weniger positive Bewertung auf Spotify App und Apple Podcasts. YouTube geht da, also Oder YouTube, ja. und bitte Weil da kann man ja nicht bewerten. trotzdem bitte, wenn ihr irgendwo mit dem Zug oder so fort diese Episode fertig ist, klatscht Einfach einfach. klatschen, ja. Einfach wo ihr seid, einfach klatschen. Aber wenn es unpassend ist, man muss da durch. Genau. Ja, also aber das gibt's auch. Es geht aber keine Goodies oder sowas auf dieser Plattform geben. Na, das geben wir Eventuell nicht. könnten wir aber etwas machen. Wir könnten die Kassette für die 100. Episode da wahrscheinlich verkaufen. Genau, für jeden, der eine One-Time-Spende um 50 € macht, kriegt er gratis Kassette. So zum Beispiel. Müsst ihr uns halt die Zum Adresse Beispiel. geben, aber das könnten wir machen. Ja. Glaubst du, kostet unsere Kassette wirklich 50 €? Hey, muss man zuerst einmal ein Recording-Deck kaufen? Hallo, das muss. Das können wir ja, glaube ich, da müssen wir, ich frage da einmal jemand, den du auch kennst, weil der macht das, der hat das auch schon gemacht für seine Musik. Und ich weiß nicht, ob. Es ist ja Aufwand, es ist ja Aufwand, das Überspielen. Ich Nein, sage ich jetzt glaube, dieses er hat das Recording-Deck. ausgelagert sogar. Ich will nichts Ah, auslagern, das du soll. willst nur wirklich, Ich mach das du selber. magst so wie BYD alles in-house machen. Du magst die ganze Wertschöpfungskette kontrollieren. Genau, 180 Minuten Episode, das heißt, jedes Erstellen einer neuen Kassette dauert 185 Minuten, wenn man es zurückspielen vom Master mit Genau, einberechnet. und da Und dann könnten kommt das Master rein und dann wir. kommt da eine Kassette rein und nachher wird überspielt und dann dauert es wieder 180 Minuten, bis eine neue Kassette das Licht der Welt erblickt hat. Genau, vor allem, wir müssen dann auch, du musst ja bedenken, wir müssen auch das Inlay machen oder das Ding, das Das Innenleben. lasse ich meine Das heißt, Kinder dass da. zeichnen noch an, mit Fingerformen und mit Spucke. Nein, es muss, da haben wir ja alles andere. Ja. Also da müssen wir auch was machen. Und ihr seht, wie perfide unser Plan ist. Taubando 24 ist ja nur deshalb gegründet worden, um eng dann die blöde Diskassette zuzuschicken. Ja, stimmt, ja, genau. Deshalb, aber das haben wir schon so weit im Voraus geplant. Ha, genial. Gut. Dann. Ja, dann Drei war fertig. Stunden. Okay, ohne S wären es eh knapp unter 3 Stunden, aber. Also ich sag da wirklich, wenn du wirklich das machen willst mit der Kassette für die Jubiläumsausgabe, müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir das auf 2 Stunden runterbringen. Ich habe es ja heute schon versucht, indem ich einfach weniger Themen Ne, eingekaut habe, vergiss aber es, das geht nicht. Ich hau mehr eine nach. ja, das funktioniert einfach nicht. Hey, ihr liebe Hörenden, ich habe 2 Kinder, Schlaf ist mir wichtig und der Alex raubt mir diesen alle 2 bis 3 Wochen. Jetzt bin ich nachher noch 1,5 Stunden in der Post-Production. Ich habe noch nichts vorbereitet. Ja, du musst aber sagen, ich bin halt auch sehr, sehr aus meinem Schlaf gerissen worden in der Früh. Weil bei mir hat der Rauch von Kehra um 9 geklingelt. Da habe ich schon fast wieder Feierabend gemacht um 9. Na, Furchtbar, furchtbar. furchtbar, furchtbar. Na gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und Ja, und jetzt bitte klatschen. Nein, nicht du. Das müssen wir schneiden. Das war peinlich. Nein, okay. Na, das ist fertig. Das zum nächsten Mal. Hau mal einen Deckel drauf. und aus. Aus.